Hey Leute, CrimeX hier und heute gibt's mal wieder eine weitere Episode von Bunker Battle in GTA 5. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, ihr seid schon wieder alle am Start. Wenn ihr es ist, dann schreibt es mir in den Chat. Danke dafür, Schreibt mir mal im Chat, wenn ihr schon da seid. Beruhigt euch mal in TeamSpeak. Auf jeden Fall habe ich gerade gesehen, dass schon ein neuer VIP da ist. Und zwar erstmal Gruß geht raus an Zeddy Boy, der hat schon VIP gedrückt, bevor der Stream losgeht. Heute mal wieder Bunker Battle, Mann. Was geht ab? Ich bin richtig motiviert, Leute. Ich hoffe, der Livestream läuft. Und jetzt läuft der User was auch. Moved out of your channel. So muss das sein. Okay, perfekt, gut. Dann kann es losgehen. Moved out of your channel. Wollt ihr mich hier gerade verarschen? Was macht ihr denn, Alter? So. User was moved out of your channel. Okay, habt ihr es jetzt bald? Microphone activated. Hallo? Ja, moin. Sind wir jetzt schon in den richtigen Channel drin? Ja. Okay, sehr gut. Ja, Leute, deswegen wurde hier gerade so viel rumgemoved, während ich die Begrüßung gemacht habe, weil wir haben uns direkt schon die richtigen Channel eingeteilt. Und zwar, ja, Leute, hier ist schon mein Team. Das Ganze war gerade mega chaotisch. Ja, hier ist mein Team, Leute. Wer ist hier? Kannst du dich mal kurz vorstellen? Weiß Studio, genau. Weiß Studio ist in meinem Team. Was geht ab? So, dann, wer ist hier? Hallo? Yo, das hier ist der Decking und wer ist da hinten noch irgendwo? Oder wer fehlt noch? Hier auf dem Motorrad? Ach ne, das Decking und das war dann hier Dextex. Okay, ja Leute, das ist mein Team für heute in Bunker Battle. Wer letztes Mal schon dabei war, der wird auf jeden Fall wissen, dass es jetzt heute schon einmal... Dass heute auf jeden Fall schon einer mehr geworden ist. Heute sind wir in ganzen Vierer-Teams und die anderen haben jetzt schon angefangen oder was? Geht's jetzt schon los hier? So, und zwar wie immer bei Bunker Battle, Leute, wir haben nicht viel Zeit, wir müssen uns schnell einen eigenen Bunker holen. Wir haben gesagt, 15 Minuten müssen wir spätestens einen Bunker haben, ne? Oder wie war das? Ja, um 40 treffen wir uns hier wieder. Okay, ganz gut, Leute, komm, schnappt euch mal ein Auto. Hat irgendjemand ein Auto oder kann mal jemand was bestellen? Okay, komm, dann alle einsteigen, Leute, alle einsteigen. Wir fahren als allererstes mal zum Kleidungsgeschäft, weil wir müssen uns Weißt du, du bleibst draußen, du stinkst. Okay, er fährt mit einem extra Auto. Fahrt mal bitte zuerst zu einem Kleidungsgeschäft hier. Hast du schon markiert? So, ja, ich hab markiert. Ja, Karte ausmachen. Noch nicht. Achso, aber ich kann da vor uns ist einer. So, okay, gut. Hier ist ein Kleidungsgeschäft. Genau, so, das ist der Plan, Leute. Ihr seht schon, ich habe hier noch mein Outfit von heute Mittag bei dem Streamer. Wer da dabei war, wird's wissen. Okay, gut, Leute, ich würde sagen, wir nehmen einfach wieder unser Outfit wie beim letzten Mal. Fand ich eigentlich ganz gut, ne? Oder wie fandet ihr das? Banküberfälle, ich glaube. Nee, warte, was war das? Leichtes Gefecht. Das war unser Outfit. Wollen wir wieder dieses Militär-Outfit nehmen, Leute? Jo. Ich fand das eigentlich ganz gut. Oder? Ja, komm, lass das nehmen. Ich finde das so militärmäßig. Also, was? Banküberfälle? Was? Ding ist bei Banküberfälle. Outfit, Raubüberfall heißt das. Ja, und dann, wie heißt die Kategorie? Leichtes Gefecht. Ja. Genau, schnappt euch da alle ein Outfit. Irgendeins, leichtes Gefecht, scheißegal. Das ist unsere Einheit, Leute. Das ist meine Armee für heute. So, der Boden ist Lava. Die schreiben schon wieder, der Boden ist Lava. Schnell auf den Tisch, schnell auf den Stuhl, Leute. Okay, gut, geht wieder. Ach, weiter geht's. Alter. Diese Boden-Lava-Geschichte wird hier langsam ein bisschen, gefährlich hier. Okay, gut, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, 14 Minuten haben wir noch Zeit. Gut, dann würde ich sagen, nächster Stop, Ammunition, Leute. Zack, 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 alle mal ins Auto. Leute, wir sind ja jetzt eine Armee, wir können doch nicht mit so einer Scheiße rumfahren. Nein, lasst uns mal ein Militärfahrzeug holen. Decking. Ja. Lieutenant Decking, bestellen Sie jetzt mal ein Militärfahrzeug hier. Jawohl. Sehr gut, irgendeins, wo wir alle reinpassen, wäre eigentlich scheißegal. Digga's. Dextex? Ja? Du bist bei mir übelst leise, ich muss dich mal lauter machen. Okay. Nee, der MTV ist bestellt. Okay, sehr gut. So. Besser jetzt? Hallo, 1, 2, 3, Test. Jetzt bist du, warte. Ja, bleib einfach so, bleib jetzt einfach so. Gut, weißt du, sag du mal was? Hallo, yo, was geht ab? Du bist jetzt, warst auch ein bisschen leise, red mal lauter, genau, so. Yo! Okay, das ist unsere Armee heute. Also ich find's geil, dass auf jeden Fall diesmal ist in jedem Team eine Person mehr als letztes Mal. Das heißt, wir können noch mehr Fahrzeuge bestellen, noch mehr im Konvoi fahren und so. Das wird auf jeden Fall heute noch krasser als letztes Mal. Oh mein Gott, Leute, jetzt schon der zweite VIP in diesem Stream. Und zwar, herzlich willkommen in der VIP-Army. Und doch, du hast dich somit qualifiziert für das Gewinnspiel, das Razer Manowar 7.1 Headset, welches sich dann am Freitag genau, und in einer Woche raushauen werde. Auf jeden Fall, herzlich willkommen in der VIP-Army. Sehr gut, okay. Lieutenant Decking, das haben sie gut gemacht. Er hat ein Fahrzeug angefordert. Alle einsteigen, los. Wir haben nicht viel Zeit. Nächster Stop ist beim... Was? Ja, keine Ahnung. Nächster Stop ist auf jeden Fall beim Ammunition. Ich habe nicht mehr viel Munition. Wir müssen uns natürlich für den Krieg ausrüsten, Leute. Das hier ist die Ausrüstungsphase. Das haben wir jetzt nämlich so gemacht, weil letztes Mal haben wir auch ziemlich viele eben in die...
erstmal vielen Dank für die ganzen Vorschläge, Verbesserungsvorschläge von Bunker, von, ich kann nicht reden, Verbesserungsvorschläge okay. von Bunker Battle, weil das war ja letztes Mal die erste Episode und da habt ihr mega viele Verbesserungsvorschläge in die Kommentare geschrieben, fand ich richtig cool, Leute. Und deswegen dachten wir uns, wir machen diesmal auch so eine Vorbereitungsphase, das ist jetzt hier quasi die Vorbereitungsphase, die geht 15 Minuten, also bis 20.14 Uhr jetzt, 40 jetzt in dem Fall. Und da kann man eben sich mit seinem Team ausstatten, Munition, Waffen kaufen, alles weitere. Und dann kaufen wir uns einen Bunker und dann geht das richtige Battle los, Leute. Also das ist hier quasi die Vorbereitung für den Krieg. Okay, Leute. Erster Stop, erstmal Männer ganz viel schwere Panzerung kaufen. Muss natürlich, so muss das sein, dass ihr gut ausgestattet seid. Okay, und jetzt brauchen wir im Prinzip alles an Munition, ja. So. Da haben wir auf jeden Fall genug Munition, das brauchen wir. Ja, Jungs, packt euch mal voll hier. Genau, haben wir. Okay, ah, genau. Das wird heute wirklich ein kranker Krieg werden. Das kann ich euch sagen. Also, wem es letztes Mal schon gefallen hat, dem wird es heute noch besser gefallen. Also, wie gesagt, ist noch Vorbereitung, weil heute einfach noch mehr Fahrzeuge, noch mehr, noch größere Armee, noch mehr Kampf und so weiter. Was ihr auch wissen solltet, und zwar, wir haben ein bisschen... Da kam mit dem Elfmann. Oh, Flo, Hooker! 5 Euro, vielen Dank dafür. Flo ist auch wieder am Start. Freut mich, dass du wieder dabei bist, Bruder. Ja. Du machst die heute platt, bester Streamer. Dankeschön für die netten Worte. Und zwar haben wir die Regeln so geändert. Letztes Mal musste man ja den Bunker zerstören quasi. Ich glaube, ich habe jetzt hier so ziemlich alles gekauft, was geht. Letztes Mal musste man ja den Bunker zerstören. Heute machen wir es so, dass auch wieder eine mobile Einsatz, eine mobile Kommandozentrale eben dabei steht. Und diesmal muss man aber die mobile Kommandozentrale von dem Team zerstören, das eben neben dem Bunker steht. Das Ganze ist dann einfach noch ein bisschen logischer, weil einen Bunker kann man ja eigentlich nicht zerstören, aber die Einsatzzentrale kann man zerstören. Okay, gut, Leute, habt ihr Waffen? Jo, ja, hab alles voll. Okay, sehr gut. Alles einsteigen. Ich bin schon draußen hier, was geht ab? 10 Minuten haben wir noch. Oh, Minimap, Minimap. Minimap müssen wir, glaube ich, erst ausschalten, wenn es dann richtig losgeht. Das ist genau, ja die Vorbereitungsphase. Ja, 10 Minuten. Das geht noch klar. Und da kam schon wieder ein neuer VIP. Leute, ihr habt mich heute Mittag schon fertig gemacht. Ich glaube, ihr wollt mich heute wieder zum Ausrasten bringen in diesem Stream. Herzlich willkommen, Elias Standardholz. Standardholz, alles klar. Herzlich willkommen, Bruder. Hey, der ist bei mir auch VIP geworden. Ja, Mann, krass. Krasser Typ auf jeden Fall. Der VIP ist da. Okay, so. Woher sollen wir? Weißt du, das ist jetzt hier wieder der Sonderling, der in seinem Auto fahren muss? Ich denke ja, weißt du. ja, wir sind eigentlich, wir haben Waffen, ein gutes Outfit. Was brauchen wir mehr? Sollen wir Bunker jetzt auch schon in der Vorbereitung kaufen oder müssen wir das gleich erst machen? Ich glaube schon. Ach, Bunker, okay. Yes. Gut. Forest, da sind wir voll. Ja, dann lass mal irgendwo hinpacken. Gut, Lieutenant Decking, packen Sie den MVT-Panzer, keine Ahnung wie der heißt. Kannst du mir nicht merken. Suche eine gute Stelle, irgendwas, wo man MTW oder so. MTW, ja, was weiß ich. Pack den Panzer mal kurz irgendwo. Wir müssen jetzt einen Bunker kaufen. Unsere Basis für, die heutige Mission. Alles klar, er versteckt sich hier drin. Wo werden wir heute unser Lager aufschmeißen? Macht alle mal die Karte auf, guckt mal mit und macht mir dann Vorschläge. Ganz oben links, würde ich sagen. Unser Ding aufschlagen sollen, unser Lager aufbauen sollen. So, Paleto Forest. Boah. Da sind wir schön weit weg. Das gefällt mir, ein Waldlager. Sollen wir uns. Leute, habt ihr da Bock, dass wir uns heute eine Waldbase aufbauen? Letztes Mal waren wir hier, ja, war auch ganz gut. Die Base von Broxa an der Brücke fand ich auch nicht schlecht. Okay, wir holen uns die Waldbasis, finde ich einen guten Vorschlag. Aber ich meine, wir könnten natürlich. Ja, ich weiß nicht. Ich denke mal, irgendjemand wird eh wieder in der Wüste sein. In der Wüste sind so viele Bunker, da wird irgendjemand sein. Ja. Und wo willst du jetzt hin? Welche? Ganz links oben. Links oben, Paleto Bay Forest. Ah, okay. Die Forest Bay. Weil das Geile ist, im Paleto Bay Forest, weil da eben auch so dicht bewachsener Wald ist, das sieht man dann vielleicht auch nicht direkt unserer Base, weißt du, wie ich meine? Das ist ganz cool. Eigentlich direkt ein Heli bei dir immer. Ja. Okay, ihr habt mich überzeugt, wir werden unser Lager heute im Wald aufschlagen. Also Leute, heute Waldbase ist am Start, die Crimex Army wird sich heute im Wald niederlassen. Und ich hoffe, dass unser Rebellenlager da nicht so schnell auffliegt. Und da ist noch ein neuer VIP hinzugekommen. Wischi, Waschi. Was geht ab, Bruder? Lustiger Name. Herzlich willkommen in der VIP-Army. Ey, jetzt schon wieder 4 VIPs in diesem... Ey, Leute, ihr bringt mich hier gerade schon wieder zum Ausrasten. Ich glaube, ihr wollt, dass ich heute noch eskaliere, Mann. Leute, auf euch. Das geht hier auf euch. Also der Bunker wäre wirklich gut, wenn du den nimmst. Ah, ja, der ist gut. Den werden wir kaufen. Da kommen auch nicht und ich so denke mal, irgendeiner nimmt Militärbase, Digga. 100%. Ich weiß nicht, letztes Mal hat auch niemand Militärbasis. Nein? Ich habe irgendwie immer Angst, dass irgendjemand unseren Bunker dann hat. Ja, kann halt echt verworren. Egal, wir werden jetzt unsere Wald... Leute, habt ihr Bock drauf, dass das Rebellenlager im Wald aufgeschlagen wird? Ich finde das eigentlich ganz cool. So, zack. Dann kaufen wir uns hier mal den Bunker.
eben sagen, dass wir dann gleich einen Heli nehmen. Zack. Oh mein Gott, es kam schon wieder ein neuer VIP rein. Was geht ab? Waffenschrank. Wir müssen ja den Bunker nicht wirklich upgraden. Ist ja scheißegal. So, und Transport. Ja, optisch ja nicht. Was los mit Helikopter? So, und jetzt kaufen. Ja, keine Ahnung. Ja, warte, wir müssen ja eh noch Treffen machen. Ja, aber dass wir mit Helikopter dahin fliegen zum Treffen. Ja, das können wir, machen wir dann noch. Ja, aber jeder kommt ja mit einem fetten Fahrzeug. Ja, nee, wir werden mit unserem Panzer da antreten. Okay, Leute, ich habe uns den Bunker gekauft. Da werden wir dann unsere Base aufschlagen. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Gibt es noch irgendwas, was wir erledigen müssen? Müssen wir noch irgendwelche Fahrzeuge besorgen für uns? Checkt auf jeden Fall mal, ob jeder alle militärischen Fahrzeuge hat. Das ist ganz wichtig. Hab ich. Also wir brauchen jetzt hier wirklich die volle Militärkraft, wir brauchen die volle Feuerkraft. Wir fahren da einfach gleich mit vier. Ja, okay, MPB. Lass es machen, das ist ein Mann, das ist ein richtig fetter Auftritt. Richtiger, weil ich wollte eh gerade holen, den MTW. Was holst du? Okay. Oh, MTW holen alle. Wir vier. Und dann dahin fahren, Digga, das ist geil. Ja, okay. Oh, schade, ich wollte den Anhänger. Männer, holen. Alle euren MTW bestellen. Geht der da auch hinten dran oder ich weiß nicht, ob der. Ja, der haben wir letztes Mal getestet. Anhänger kann man auch hinten. Anhänger geht da. Soll ich meinen Anhänger bestellen? Ja. Ey, dann mach zwei Anhänger. Ey, genau. Boah, zwei Anhänger. Okay, dann bestell ich Anhänger, weil ich hab nicht den dicken MTW. Ich hab da noch nicht die Raketen. Nein, der King hat auch schon MTW jetzt. Ja, eben. Ich hol Hänger und Max. Boah, geil, Alter. Wir werden so einen dicken Auftritt haben. Aber. Ey. Der hier den dicken MTW hat, weil Dexex hat er nicht. Da kam gerade nicht schon wieder neuer VIP rein, Leute. Ist nicht wahr. Kim Steiger, herzlich willkommen bei den VIPs, Mann. Was geht ab? Freut mich, dass du am Start bist. Dexex, lass es. So, auch du bist natürlich dann somit dabei bei dem VIP-Gewinnspiel. So. Übrigens, Leute, an der Stelle auch noch, checkt auf jeden Fall mal meinen Shirt-Shop ab. Das ist der irgendwo oben bei den Links in der Videobeschreibung. Ich weiß nicht, der wievielte Link. Auf jeden Fall die neuen iCrimex-Shirts. Falls ihr immer noch ein paar Shirts braucht, checkt sie auf jeden Fall mal aus. Ich liebe dieses Shirt. Ich liebe dieses Muster. 21 Euro. Checkt sie auf jeden Fall mal aus. Würde mich sehr darüber freuen. Bei den Paketen ist jetzt übrigens auch eine unterschriebene Autogrammkarte dabei, wer da Bock drauf hat. Auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung abchecken, Leute. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich like natürlich auch jedes Bild auf Instagram von. Also, wenn ihr irgendein Bild mit meinem Shirt oder so postet, ich like alle Bilder, Freunde. Okay, warte, ich muss jetzt aber echt mal mein Fahrzeug hier bestellen. Ja, was mache ich? Wo kann man nochmal die Militärfahrzeuge bestellen? Mach ich das im Interaktionsfeld? Mechaniker. Achso, einfach Mechaniker. Aber du musst doch den Anhänger, aber du willst doch den Anhänger holen. Ja, den Anhänger kannst du über. Ja, das machst du über Fahrzeuge. Ja, stimmt, über Interaktionsfeld. Ja, genau. Flak-Anhänger anfordern. Okay, ich hab den Anhänger angefordert, es wird so geil werden, Leute. Oh yeah. Das ist halt gut. Dadurch, dass wir letztes Mal nur zu dritt waren, konnte man halt irgendwie immer nur so ein fettes Fahrzeug fahren und jetzt können wir halt, das ist geil. Das wird heute fett, Alter. Welche Farbe? Mein Anhänger ist blau. Ja, meiner ist auch blau. Alter! Geil! Ey, mein Anhänger steht hier hinten. Nimm ihn, nimm ihn. Ja, ich bin direkt bei dir. Du musst aber erst mal abkoppeln. Wie mach ich das? Ja, nimm ihn. Mit H. Warte, lass mich hinten. Alter, mach doch nicht gleich kaputt, Dexter. Also mit Tastatur H meinst du? Was ist denn los? Mit H, ja genau, draufbleiben auf A. Dann koppelt er ihn ab. Achso, okay. Oh, nee, holy moly. Anhänger ist abgekuppelt. So, Flak-Anhänger machen wir jetzt an MTV dran. Boah, wir werden so die Crimex Army. Oh nein, warte. Ja, wird da ankommen, Alter. Das wird so. Oh mein Gott, wie das aussieht. Oh shit. Ja, das Problem ist halt leider nur, dass Dex auch nur den kleinen Panzer hat, ohne die Raketen oben drauf. Aber ich. Wenigstens einer. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich den upgraden kann. Und ich hab's nicht gemacht. So. Boah! Geil. Okay, komm, jetzt alle Lieutenant Decking nachfahren. Alle Lieutenant also, Decking nachfahren. Wo es lang geht, Decking? Wir werden jetzt in einem Konvoi fahren. Jetzt fährt er nur um. Da sind schon welche unten. Ein Team ist schon da. Orange, Rocks Team. Okay, ja, los, wir fahren auch dahin. Aber ey, Decking, mach langsam, wir müssen im Konvoi fahren, hintereinander, ist richtig cool. So langsam hintereinander im Konvoi. Boah. Weil noch darf man ja auf die Karte schauen. Leute, ja? Das ist die Armee. Das ist unsere Armee, wie sie hier rollt. Oh mein Gott. Unten am, das wird geil, ey. Das wird richtig geil. Die tunen noch. Oh, shit. The floor is Lava, Leute. Chillt mal kurz. Wir können nicht alle 5 Minuten den Boden aus Lava machen. Ich bin heute, glaube ich, schon 10-mal aufgesprungen. Das ist ein richtiger Running Gag bei uns geworden in der Community.
So, übrigens Leute, ich habe es auf jeden Fall mega gefeiert, dass der Runtime Gamer Drink und so bei euch so gut angekommen ist. Also mein neuer Partner quasi, habe ich auf jeden Fall sehr gefeiert, weil es halt wirklich auch ein Produkt ist, hinter dem ich stehe. Ihr müsst ihn richtig schön gekühlt trinken, ganz wichtig, richtig schön gekühlt trinken, dann schmeckt das mega geil. Eben Nahrung für Gamer. Und das habe ich ja schon mal erzählt. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen Code iCrimex20. Wenn ihr da was bestellen wollt, bekommt ihr 20% auf eure Bestellung, das ist mega fett. Wenn ihr also gesunde Nahrung für Gamer haben wollt, also gesundes Essen, was ihr mega schnell zubereiten könnt, beim Zocken, im Trinken und Essen könnt. Wenn ihr da Bock drauf habt, checkt es auf jeden Fall mal aus. Und wie gesagt, iCrimex20 Gutscheincode könnt ihr 20% sparen. Also wie gesagt, ich bekomme jetzt nichts dafür in dem Sinne, dass ich euch das jetzt hier sage. Aber wer Interesse hat, ihr könnt 20% dabei sparen. So, okay. Ja. Okay, warte. Wir haben uns hier positioniert. Alles auf Position bleiben. Boah, Leute, ey, die anderen scheißen sich hier bestimmt schon ein, oder? Die anderen kacken sich hier schon ein, wenn die uns sehen. Lasst auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, dass Bunker Battles als Serie weitergeht, wenn ihr diese Episode hier feiert, lasst jetzt schon mal ein Like da. Oh, nee, warte, noch kein Like-Hype. Like-Hype machen wir noch. Aber lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da, wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass Bunker Battles weitergeht. Ey! Kann man eigentlich mit dem MTW noch in die LS-Kasten? Warte, bleibt alle in eurem Panzer, alle auf Position bleiben. Decking, Lieutenant Decking, bleib mit deinem Panzer. Wir müssen alle die gleiche Farbe haben, was? Dass wir nachher im Gefecht halt wirklich uns unterscheiden. Wir erkennen das. Weil Philipp macht's gerade so. Wir können uns doch eh nicht gegenseitig. Wir sind doch eh in einer CEO-Ding, wir können uns ja nicht gegenseitig auseinandernehmen. Eben. Okay. Weil Philipp ist unten. So, noch eine Minute. Leute, in einer Minute ist die Probezeit vorbei. Dann beginnt der Krieg, Mann. Wir haben uns ausgestattet. Wir haben jetzt zwei dicke Panzer. Wir haben Flakanhänger. Wir haben die passende Kleidung. Wir haben Munition geholt. Wir haben unseren Bunker gekauft. Und gleich beginnt der Krieg. Bunker Battle Part 2. Was geht ab? Leute, jetzt nochmal an alle VIPs. Wir haben mittlerweile, glaube ich, schon über 50 VIPs. Jetzt mal, schreibt mal alle VIPs was in den Chat. Warum hat er es jetzt getötet? Auf jeden Fall jetzt mal alle VIPs was in den Chat schreiben. Ich will jetzt hier mal alle VIPs am Start sehen, Mann. So. Digga, die Bremsen sind für den Motor zu schwach. Da sind die Bullen, Digga. Oh. Alter, Decking, bleib stehen, alle stehen bleiben. Ja. Niemand schießt, niemand macht irgendwas. Bleib, chillt einfach. Oh, da sind die anderen. Ja, schau an, mit was sind die gekommen? Mit dem Smart oder was? Sie kommen mit. Ey! Runter vom Panzer, du Pimmelberger. Ich werd mal einen Warnschuss abfeuern. Das runter Polizei. Da. Runter da! Digga, du hast Polizei! Oh, ja, warte, ich ruf Lester an. Das ist das Gute auf dem Hänger, da kriegst du nicht die Sterne, oder, der King? Nee. Ich schüttel sie einfach ab. Geh weg! Ey, du musst schauen, Digga! Was? So, was? Du auf dich wird gerade abgeschossen. Irgendwas. Dann gekriegt. Da und da sind die VIPs, Leute. Ist natürlich ein bisschen verzögert immer bei mir. Aber da haben die VIPs was in den Chat geschrieben, die natürlich ein iCrimex-Logo vor dem Namen haben und einen grünen Namen. Das so, ey, ich feiere das so, dieses kleine iCrimex-Logo vor dem Namen. Das ist wirklich die Army-Leute. So, okay. Ja, was schießt denn jetzt? Man. Ja, die Bullen. Weil die bei uns. Egal, ich hab jetzt auch Korps. Genau, fahr vor und zurück. Leute, wir bleiben. Positioniert euch jetzt hier. Positioniert, bleibt hier. Fahrt einfach hier an Seitenstraßen rein. Ja, dieser Anhänger schleift keine die ganze Ahnung, Zeit so. Am Bogen, Alter. Einfach hier. Ja, weil der so tiefer gelegt stellt euch jetzt, stellt euch jetzt beide hier hin, einfach. Boah, wie geil das aussieht! Bah, Mann, wir sind so die Mafia, Leute. Ich sag euch, wir werden heute rasieren. Wir haben einfach die beste Army hier. Ey, guck mal, das passt sogar. Dein Anhänger hat nicht die Raketen, aber dafür deinen MTW. Und bei mir ist genau andersrum. Ja, perfekt. Perfekte Kombi. Die machen die gleiche Taktik, Leute. Die machen die gleiche Taktik. Guck mal nach links. Ja, die kommen alle zu viert. Solche Pimmelberger. Machen uns alle nach. Map müssen wir natürlich gleich noch ausmachen. Probezeit ist jetzt auch vorbei. Ja, kommt mal. Ja, Philipp ist wieder... Dummes Schüler kann keine Uhrzeit lesen, ey. So. Wo bleiben sie denn? Na, jetzt kommen sie. Oder so. Ah, einer fährt in die andere Richtung. Ja, das ist sicher Philipp. Samon, ne? Ne, Samon, okay, der. Ja, also Leute, wie gesagt, gleich geht's los. Oh mein Gott.
gleich geht's los. Wir warten jetzt hier gerade noch auf das andere Team. Jetzt hat sich jeder ausgestattet, dass die Probezeit ist jetzt vorbei. Gleich fahren wir in unsere Bunker und dann beginnt der Krieg, Leute. Dexax, ich schub mal lieber nicht. Zum Annäherungsleben. Ah, Snacks haben wir gar keine gekauft. User, hey, wir haben doch gerade gesagt, wir treffen uns Stadtmitte. Ja, wir sind doch auch in der Stadtmitte. Ja, wir kommen doch jetzt. User left your channel. Aber wo ist der Monika? Wo gehen jetzt die anderen hin? Digga, jetzt fahren die anderen weg, oder? Ja, wir bleiben hier. Jetzt gehen die anderen weg. Digga, ja, die fahren. Wir sind Stadtmitte und er sagt, wir treffen uns Stadtmitte. Ah, die haben hier ihre Panzer eingebunkert, Alter. Ehrlich? So, Alter, ja, ja. Wir warten hier schon auf das Treffen. Warte. Wo sind sie denn? Oder da ist auf jeden Fall gerade einer in einem Panzer. Ja, die kommen da hinten auch im Konvoi angefahren. Die Standard-Skill-Army kommt auch im. Ja, die anderen okay, da ist. Also wir sind auf jeden Fall, Leute, wir sind die Rebellen, Alter. Und wir haben unser Waldlager. Aber das dürft ihr den anderen nicht verraten, okay? Nicht verraten. Sag einfach, wir hätten bei Travis Airfield oder so. Ja, sag, wir haben in der Wüste. Nein, sag das nicht. Sag einfach gar nichts, weil wir haben eh gesagt, man darf den Chat nicht lesen und so. Was das angeht. Okay, Leute, da rücken sie an. Da sind sie. Da sind die vor. Also, Digga, kommen bei dir Annäherungsminen, wenn du hupst. Ja, ja. Hello. Ehrlich? Ja, ja. Das war geil. Das ist die Ruhe vor dem Sturm, Leute. Auf jeden Fall auf Instagram folgen. Ganz wichtig. Instagram, Leute. Immer Instagram. Und Leute. Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich sag's jetzt mal, weil wenn ihr jetzt gleich Bunker Battles seht. Oh mein Gott, 6666 Zuschauer. Teufel confirmed, Alter. Naja, was? Auf jeden Fall abonnieren und die Glocke drücken, denn gleich wird's abgehen. Ihr werdet das nicht bereuen, falls ihr neue Zuschauer seid. Wir warten jetzt hier gerade einfach noch. Und da. Oh, da hinten kommen sie angerückt. Oh, okay. Das sieht auch bosshaft aus, wie sie da angefangen kommen. Jetzt haben sich hier alle Lager versammelt. Die Rebellen sind da. Richtig. Die Ferner fahren erstmal. Q7 ist das, oder? Boah. Nee, oder? XLS. Die haben auch richtig Gangfahrzeuge gemacht. Ja, und dann noch mit seinem Bossauto da vorne. Ja, mit dem weißen, Digga. Stimmt. Ja. Wie geil. Sollen wir einfach mal über die fahren? Gut, das war geil. Das war echt geil. User joined your channel. So. Digga, ihr seht so hässlich aus, richtig, Alter. Richtig geil gemacht, Digga, ey. Aber wir sehen auch User geil aus mit unseren Panzern, channel. Ey. Ah, fährt er zurück. Digga, die treten an die Autos dran. Okay, Lieutenant Decking, Rückzug, fahr ein bisschen wieder zurück. Okay, also man merkt schon, Leute, es heizt sich hier ziemlich auf. Es heizt sich hier sehr auf, die Lage, die Stimmung. Das kann User nur... Das ja, okay, starten wir. Dann starten wir. User left okay, your Karte channel. Aus, Mann, okay, Karte aus. Jo, warte. Okay, Lieutenant Decking, in den Bunker fahren. Ja, genau. Einstellung an. Okay, aber in einem Konvoi fahren. Warte auf Dextex. Wir fahren in einem Konvoi. Wir fahren in einem Konvoi. Digga, weißt du, wo es lang geht? Ja, fuck mir hinterher. Bist du da vorne? Und die Namen ausschalten, gell? Ja, Namen. Oh mein Gott, Leute, es geht los! Alter, guck mal, wie die da fahren. Wir fahren in einem Konvoi. Nee. Der war mega geil, auch so in der Mitte und dann noch zwei Autos außen rum. Und eins hinten, Digga. Haben sie geil gemacht. Ja. Boah, Leute, der Kriegszug beginnt. Wir müssen halt jetzt erstmal hoch ins Paletto Bay-Gebiet kommen. Ja, bin ich schneller als du? Ja. Warte mal, sollen wir nicht einfach da hinfliegen und unsere Fahrzeuge dann da oben stellen? Sonst müssen wir da extra hinfahren. Übelst weit. Keine Ahnung, können wir machen. Wer ist nicht cleverer? Warte mal, hier ist doch irgendwo schon ein Flugplatz gleich. Also wartet. Wo Dings stehen. Hier steht doch irgendwo ein Buzzard. Nee, hier, ja, ich weiß wo, komm mal mit. Ja, komm. Nee, da steht doch direkt ein Buzzard. Aber ist egal, dort wo, vorne steht. Wo denn? Ach da. Ey, wir haben einen Buzzard, komm mal zu uns, wir haben einen Buzzard. Oh fuck. Alter. Wir stellen dann wir bestellen uns dann genau die Fahrzeuge wieder zu unserem Bunker. Wird schneller als hinzufahren. Wo seid ihr? Ey Jungs, wo seid ihr denn? Also, warte hier. Oh shit, Leute. Kommt, los, wir stellen den Bunker. Wir müssen die ersten sein, die da sind. Nicht, dass sie uns die Location klauen, Alter. Ja. Leute, da unten sehe ich die anderen noch. Gönnt euch diesen Sound. Wo? Oh, ja. Da, die kommen gerade die Straße. Oh, das ist guck dort. Es ist schnell. Ja, genau. Ja, ja. So, okay, nice. Dann flieg nicht direkt in die Richtung, Digga. Flieg rechts so. Nein, flieg links entlang. Sicher? Weil wenn sie uns sehen, dann wissen die in die Richtung. Das ist schon okay so, das ist schon okay. Flieg einfach schnell hin. Wir müssen einfach nur die Ersten sein, die da sind. Fliegen die anderen auch oder sind die am Boden? Sind am Boden, alle okay, fahren. Gut. Wir werden die Ersten dann da sein. Okay, sehr gut. Der Bunker gehört uns. Was kostet es, um VIP zu werden? Was kostet es, VIP zu werden? 3,99 Euro, Leute, kostet das. Das ist quasi sowas wie eine monatliche Unterstützung. So quasi für die, keine Ahnung,
Hardcore-Abonnenten, die mich immer unterstützen wollen, deswegen. Wer da Bock drauf hat, ich zwinge natürlich niemanden. Aber deswegen mache ich auch extra ein Gewinnspiel unter den VIPs, eben für... Ich mache natürlich auch so normale Gewinnspiele, wie neulich eben so eine PS4 oder so. Aber, ja, eben für die Leute, die mich nochmal unterstützen wollen, hier nochmal so ein kleines Gewinnspiel. Wer da Bock drauf hat, wie gesagt. Kann das machen, vor allem ich habe jetzt erst mega spät das VIP-Tool bekommen, erst vor einer Woche oder so. War auf jeden Fall ziemlich cool. Es sind über 50 VIPs sind am Start, mega cool, Leute. So. Oh shit, und da fliegen wir. Da fliegen die Rebellen. Wir brauchen irgendeinen coolen Namen für unsere Einheit eigentlich. Dann sollen die mal was in den Chat schreiben. Leute, schreibt mal bitte coole Vorschläge in den Chat. Wie sollen wir unsere Armee, unsere Einheit nennen? Und wie sollen wir unser Lager, unser Bunker nennen? Schreibt jetzt mal coole Sachen in den Chat. Sowas wie Waldfestung oder so. Also, finde ich jetzt nicht so cool, aber sowas in der Art. Wisst ihr, wie ich meine? Schreibt jetzt mal coole Vorschläge in den Chat. Wenn ihr eine Idee habt, lasst mich wissen. Und vielleicht nehmen wir dann einfach die Idee von euch. Ja, aber Tobias schreibt, du bist nett. Dankeschön. So, grüßt mal. Am Ende werden Leute grüßt, okay? Diesmal vergesse ich es auch nicht. Am Ende grüßt ich mal ein paar von euch. So, wie erkennt ihr, welcher Bunker denn genutzt ist? Ja, da stelle ich jetzt meine Ding hin, meine mobile Kommandozentrale stellt man neben dran. Von den Gegnern? Ja, die stellen auch den neben dran. Ah, okay. Und dann siehst du die Kommandozentrale neben dem Bunker. Willst du die dann noch ein bisschen grün machen oder so? Das darf man nicht. Wir haben das extra farblich markiert, so dass man das überhaupt finden kann, ne? Ach so, okay. Und da kam noch ein neuer VIP rein. Herzlich willkommen, Brickster. Oh, Brickster. Herzlich willkommen, Bruder. Den kenne ich natürlich auch vom MTS. Brickster, was geht ab? Dankeschön für deinen VIP. So, und okay. Wir fliegen gerade in unsere Waldfestung. Da unten ist unser Waldbunker, Mann. So, ich gucke gerade mal in den Chat. Was sind die Vorschläge für unsere Einheit? Digga. Alter. Oh mein Gott. Ey, Leute, ihr schreibt gerade so viele Vorschläge rein. Das ist so cool, Leute. Richtig. Leute, Decking, kannst du auch mal mit in den Chat schauen? Wir brauchen jetzt einen coolen Namen. Wir brauchen einen richtig coolen Namen für unsere Einheit. Geiler Bunker, ey. Der ist echt geil. Ja, ey, das ist so eine geile... Der ist nicht so auffällig. Ja, man, so richtig so hier im Wald, Leute. Hier werden wir... Team Elite, habe ich einmal gelesen. Wie? Team Elite. Team Elite. Team Elite. Ja, das passt ja zu mir. Team Elite ist eigentlich ganz cool, ja? Ja, ja. Aber, und, ja, okay. So, wir nennen uns... Aber ich will irgendwas mit Rebellen, so, weißt du? Da schreibt Motherfucker. Okay. Da hat einer mal geschrieben, die Rebellen. Munition, Digga. Wir nennen uns einfach die Rebellen. Wir sind einfach die Rebellen, okay? Ich auch. Aber dann brauchen wir noch einen Namen für unseren Bunker. Also wenn ihr da noch coole Ideen habt für unsere Festung, für unsere Waldfestung oder so, schreibt da auch noch Sachen in den Chat. Aber wir sind auf jeden Fall hier die Rebellen. So, ja, Mann, so sieht das aus. Sehr geil, Leute. Okay, jetzt ich werde jetzt mal meine mobile Kommandozentrale. Oh nein, fuck. Ich bin reingelaufen. Digga, das geht aber heftiger. So, hast du schon coole Namen rausgelesen für unsere Waldfestung? Nee. So, ich hol die mobile Einsatzzentrale. Was ist los? Das liest du nicht vor. Die Rebellenfestung. Oh shit. Oh mein Gott, Flo Huga ist wieder am Start, Mann. 5 Euro, dankeschön, Flo, Alter. Ja. Digga, Flo ist ja hier schon Dauerspender, Alter. Rebellenbude. Hashtag Bunkerbabas. Bunkerbabas. Die Bunkerbabas. Nee, wir nennen uns jetzt die Rebellen, okay? Wir sind die Rebellen. Aber jetzt brauchen wir nur noch einen coolen Namen für unseren Bunker. Ich habe noch nichts so richtig. Also, es sind natürlich viele gute Vorschläge dabei, aber noch nichts, wo ich so richtig so gesagt habe. Boah. Ich tu mal mein Fahrzeug wieder anfordern, dass das ja, wieder hier. Ja, genau. Fordert mal alle euren Shit wieder an, Leute. Darf man Minen benutzen? Hat man das verboten? Nö, glaub nicht. Weil SpongeBoss sagt hier oder schreibt gerade bei mir. Ich weiß ja nicht, ob das erlaubt ist, aber wir sollen die Umgebung mit Minen zupflastern. Das ist eine richtig geile Idee. Wir haben nicht gesagt, dass Minen verboten sind. Okay, los. Los. Ich will, dass der ganze Wald mit Minen vollgeballert wird, Leute. Ihn wasch dich. Okay, aber wir müssen ausmachen, wie wir immer fahren, falls wir da wieder hinfahren sollten. Boah, die Rebellenfestung. Sollen wir einfach die Rebellenfestung nennen? Ja. Da kommt ein Heli. Ja, das bin ich. Ich hol, warte, das ist dumm, allein zu fliegen, dann ist der Heli weg. Warte mal, kann mich jemand zu meiner Einsatzzentrale fliegen? Digga, mach die Minen wirklich, machen. Die Annäherungsminen. Aber Leute, wir müssen ein System machen, dass wir nicht selbst in die Minen reinfahren. Ey, warte, da fährt jemand, wer fährt da? Bin ich. Achso. Dankeschön, Chris. Ja, klar. Oder nee, warte, sorry. Ich dachte, wir dürfen jetzt dieses Gebiet nicht mehr betreten. Ja, chillt mal, bevor ihr Minen legt.
Ich habe keine gelegt. Nicht, dass wir gleich selbst reinlaufen. Wir werden erst ein System machen. Dass die Leute, das ist unsere Rebellenfestung. Ah, das ist gut. Danke für den Tipp, Digga. Der ist echt gut. Das war, Leute, sowas feiere ich. Ja. Also, das ist wie gesagt ein Community-Projekt. Ihr dürft immer Vorschläge in den Chat schreiben und das war echt ein guter Vorschlag auf jeden Fall. Wo ist die, der da unten ist? Waldrebellen. Ja, Waldfestung. Wieder an, Chris. Aber Waldfestung ist irgendwie auch ein cooler Name. Ich finde, wenn wir schon Rebellen heißen, dann darf unsere Festung nicht noch Rebellenfestung heißen. Fuck, wo ist mein MTW? Bei Bunker. Ich seh's nicht, Digga. Warte, ich guck mal. Das ist halt jetzt doof ohne Karte. Nee, was denn? Was suchst du denn, Chris? Crime Castle. Was suchst du, Chris? Ah, da ist er. Ah, scheiße, ich hab auch noch. Okay, Leute, ich glaube, niemand ist hier bei uns in der Nähe, das ist schon mal sehr gut. Warum hast du denn dein MTW geholt? Ja, ich hol meinen Anhänger, warte. Ja, eben hab ich ja gesagt, Digga. Ja, hast recht. Okay, jetzt werden wir unseren Bunker noch mit der mobilen Einsatzzentrale markieren. Komm mal mit, The King, bitte. Boah, der ist so geil, Digga, dein. Digga, er schleift doch so ein Auto mit. Boah, immer diese Autos. Boah, Leute, das hier gerade Aufbaustimmung, so, ne? Jetzt wird hier erstmal unser Lager aufgeschlagen. Ja, du musst mich abholen, Digga, bitte. Digga, kann ich da auch reinfahren und jetzt tunen? Bei dir Dextex! Ja, das wäre geil, wenn das gehen würde. Boah, ich werd so richtig hinter den Bäumen verstecken hier. Sorry. Dextex, hol mal Chris ab. Hallo, warte mal ganz kurz. Okay, Lieutenant Decking, landen Sie hier mal. Lieutenant Decking, lande mal hier den Helikopter. Nee, geht nicht. Bunker. Nee, Digga. Okay. Was soll ich jetzt machen? Du holst jetzt Chris ab. Jo, warte. Ja, beziehungsweise mich so weit weg. Ja, ich bin hier auf der Straße. Wir nennen unsere Festung jetzt einfach mal die Waldfestung. Aber in welche Richtung bist du gerannt? Nach rechts oder nach links? Ja, ich bin zu nah dran. Ah, hier glaube ich. Oh, nein. Überfahren. Digga, Alter, nein! Ich seh's. Alter! Oh Gott. Digga, er wird einfach vom Auto überfahren und das Auto bleibt noch stehen. Warum haben wir Praktikanten dabei? Ihr seid richtige Praktikanten, Alter. Ey, wie fies war das denn gerade? So, neuer VIP, WittiLP, habe ich gerade einen VIP übersehen. Auf jeden Fall WittiLP, herzlich willkommen. Und da war, glaube ich, gerade noch einer. Ich weiß nicht, ob ich die vorhin vorgelesen habe. Ich guck gleich. Das war noch einer, den ich schon vorgelesen habe davor, oder? Ja, das war. Okay, dann herzlich willkommen, WittiLP, bei den VIPs. Freue mich, dass du am Start bist. So. Nee, Digga. Nee, bist du nicht. Sollen wir jetzt gleich mal einen Aufklärungsflug machen? Die Woodbase. Okay. Hast du dein Ding schon angefordert? Ich habe meinen Anhänger geholt, ja? Wo ist der? Okay, warte, ich guck mal ganz kurz, soll ich den finden? Gut, ich werde meinen Anhänger auch anfordern. Fahrzeuge, Flak-Anhänger. Ich bin von der Straße entfernt. Nein. Das war voll unfair, ich wurde von so einem Monster-Truck überfahren. So, Leute, jetzt bitte mehr Konzentration hier, okay? Wir sind im Krieg. Ey, wir dürfen das nicht verlieren, Mann. Ja, mach mal hier keinen Scheiß, Mann, wir sind im Krieg, Leute. Also, ich habe hier Raketen an meinem Anhänger, das ist halt richtig geil. Hast du ihn gefunden? Nee, noch nicht. Hä? Also auf der linken Seite ist auf jeden Fall nicht. Kommt der vielleicht hier so raus? Nett, ich kann keinen Anhänger bestellen, wenn die Kommandozentrale draußen steht. Ob. Oh, als ob. Doch, kann ich nicht anfordern so. Aber egal, das ist eh besser, wenn einer bei Decking an den Raketen dran ist. Hey, Teddy. Dann hängt den Raketenanhänger jetzt an den Panzer von Dextex. Und ich bin dann in einem Raketenpanzer User von Decking. Lenkraketen waren nicht erlaubt, ne? Was? Lenkraketen? Nee, Lenkraketen sind nicht erlaubt. Okay. User left your channel. Digga, ich hab keine Ahnung, wo dein Ding steht, Alter. Okay, niemand ist hier bei uns in der Nähe, das ist gut. Leute, ich weiß User auch nicht. Aber auch nicht die manuellen Raketen waren auch nicht erlaubt, ne? Hatten wir doch gesagt, oder waren die jetzt doch erlaubt? Normale Raketen sind erlaubt, doch. Ja, ach, normale Raketen sind erlaubt? Ja, normale Raketen sind User erlaubt. User left your channel. Ist dein Dings und dein Anhänger ist am Strand. Leute, das ist unsere Base. Links. Komm mal da runter. Wer ist da? Decking. Ja. Jetzt bleib du mal hier stehen. Ja, wir müssen das jetzt mit den Minen gleich gucken. Ja, deswegen holt jetzt mal alle eure Fahrzeuge und stellt euch jetzt mal hierher. Ja, ich suche meinen schon. Weiß, wo der ist, glaube ich. Ich kann zwar meinen Anhänger nicht holen, aber dafür werde ich ein anderes militärisches Fahrzeug hier positionieren, damit unser Bunker optimal geschützt ist. Ah, fuck. Ich muss an die Straße gehen. Und dann will ich, dass das komplette Waldgebiet hier, dass wir Späher haben, die das komplette Waldgebiet hier durchforsten. Ja, wo steht denn der? Ah, da unten. Ich hab ihn. So. Ich hab ihn. Weiter hier in die Richtung, oder? Die Forest Army. Porno-Keller. Alles klar. Wir könnten... Ja gut, die Fahrzeuge spawnen ja wieder weg, gell?
Mhm. Nee, wenn. Sonst könnten wir die auch zuparken irgendwie. Was denn? Okay, sehr. Oh, Leute, wie das aussieht, das ist so geil, wenn die ganzen militärischen Fahrzeuge hier so in den Wald reinfahren. Digga, wo ist dein Anhänger? Boah, hier ist unsere Base aufgeschlagen, Leute. Ich fühle das hier richtig, ey. Pass auf, ich stell den jetzt hier so vorne hin. Achso, hast du deinen Anhänger schon? Darf ich jetzt da rein Munition kaufen? Nein, oder? Kann ich da überhaupt rein und Munition kaufen? Nee, glaub nicht. In meinem Anhänger? Ja, doch, Anhänger? Kann sein. Kann Nein, sein. Geht nicht. Aber ich bin vorher reingekommen, glaube ich. Ja, reinkommen. Genau, das ist eine sehr gute Idee, unsere Kommandozentrale hier. Ich bin das, chill. Alter, du. Dick. Das ist eine richtig gute Idee, unsere Kommandozentrale mit Fahrzeugen hier abzudecken, ein bisschen, die wir nicht brauchen. Weißt genau. Digga, guck mal, wie ich häng. Gleich noch ein Heli, aber nicht zu nah, nicht dass die... Ey, der Heli, park den Heli bitte immer hinter dem Bunker, weil da ist so ein, auf der Anhörung hinter dem Bunker, ist unser Heli-Landeplatz. Okay, wer holt mich? Nicht, dass der, nicht, dass... Vorne ist so mehr Platz. Nein, da wird er aber im Gefecht kaputt gemacht. Flieg den hinter dem Bunker auf diese Anhörung. Da wird der Bunker, der Heli abgestellt. Ja, sofort, ich muss grad... So. Okay, und unsere Einsatzfahrzeuge werden hier vorne geparkt. Genau, komm du mal her. Hier, Dextex, unsere Einsatzfahrzeuge parken wir mal hier rechts. So, oder andersrum, soll ich andere Richtung? Ja, also andere Richtung hinstellen, aber hier abstellen. Ich nehme mal den Panzer von Decking und werde den auch mal dahin platzieren. Kannst rein, ne? Oh, Jack haut 5 Euro auf den Tisch. Was sag ich? Jack, Check meine ich natürlich. Vielen Dank dafür, Check. 5 Euro auf deinen Nacken, Bruder. Kommen die ich habe mal eine Geschichte über dich geschrieben in der Schule, ich mit NEM-Freund. Weil guck mal, nein, guck mal da oben. Krass, rechts. Cool, was für denn für eine Geschichte, ey. Ist alles so erhöht. Ja. Das wäre voll geil. Siehst du das? Da oben rechts. Ja. Wenn der da so einen Raketenanhänger hinhauen. Was für ein Raketenanhänger? Der dann einfach nur steht. Was meinst oben. Du, so ein Flak-Anhänger? Ja genau, so ein Anhänger. Ja, das Problem ist, ich kann keinen Anhänger mehr bestellen und einen brauchen wir auch an dem Panzer dran. Ja, egal, scheiß drauf. Mal. So, also ein Fahrzeug links, ein Fahrzeug rechts vom Bunker platziert, das je nachdem, wo die herkommen von der Straße, haben wir dann unseren Bunker gedeckt. Dann haben wir Fahrzeuge vor unserer Einsatzzentrale, Schützen dann das Teil. Dextex, was machst du? Super, ich fahre nur das gerade. Dieses sollen wir einen Aufklärungsflug machen. Okay, jetzt Männer, alle mal aussteigen und zu mir kommen. Okay. Alle mal aussteigen, zu mir kommen. Okay, wo bist du? Hier vom Bunker. Achso, und Minen müssen wir. Ja, jetzt chimmer. Ich gebe hier die Kommandos. So, Annäherungsminen. Okay. Jeder kann mit maximal 5 Annäherungsminen legen, ne? Ja. Aber können wir uns damit nicht selber töten? Ja, klar, deswegen, wir machen eine Formation, wie wir das Zeug hinlegen. Digga, wir haben doch dieses Team-Ding da anders. Annäherungsminen sind nicht erlaubt, ja? Doch. Nein, die waren nicht erlaubt, hatten wir letztes Mal schon gesagt. Also, Digga, woher weißt du das schon wieder? Ja, weil die mir das im Chat geschrieben haben, dass sie Annäherungsminen. Man darf den Chat aber nicht lesen. Mit Informationen eigentlich. Man darf aber eigentlich keine Informationen aus dem Chat lesen. 31er. Klar, diese Informationschat. Ja, nee, aber ich meine, man darf jetzt nicht. Ich fahr mal kurz. Hallo. User left your channel. Der schlägt mich. Digga, wer ist das? Ja, der King. Okay. Ja, dann können wir User joined your channel. Annäherungsminen sind nicht erlaubt, würde ich nur sagen. Ja, okay, dann keine Annäherungsminen. Aber ich meine, weil wir haben ja gesagt, man darf keine Informationen darüber erfahren, wo der Bunker von den anderen steht. Digga, das ist alles so. Ach so? Ja, das deswegen macht man doch Aufklärungsflüge. Deswegen ja, macht man Digga, aber die Community soll auch helfen, das ist also Community-Projekt. Ja, klar, aber ich meine nicht schreiben, die sind hier am Gefängnis in dem Bunker oder so, weißt du, wie ich meine? Ach so. Ja. User left your channel. Okay. Dann, pass auf, aber wenn Annäherungsminen nicht erlaubt sind, Haftbomben. Was ist dann mit ja, Haftbomben, richtig. Haftbomben? Ja, die wir dann so zünden können, falls einer ja, durchstellt. Ja, aber das ist ein bisschen behindert. Ich weiß dass du nur eine spezielle Distanz Reichweite. Hast. Ja, aber trotzdem hier in unserem Waldgebiet vom Bunker können wir das ja mal als Notfallmittel machen. Und die Fahrzeuge, wenn wir also da... Also erstmal herzlich willkommen Domi Blaze bei den VIPs. Was geht ab, Domi Blaze? So, okay. Und jetzt, Jungs, wir machen das jetzt so, okay? Also, jetzt... Junge, komm, ey, hallo. Ich werde euch gleich hier... Ihr habt mich geschlagen, der... Ihr werdet gleich euren Dienstgrad verlieren. Jetzt kommt mal runter und halt die Schnauze. So. Okay, werden die Haftbomben nicht auf der Straße, auf jeden Fall hier in das umliegende Waldgebiet hinlegen. Und zwar, Achtung, werden das so machen. Weil ihr seht ja, hier ist so ein direkter Durchgang zwischen, warte, kommt mal hier, wo ich gerade stehe. Hier ist gerade so ein Durchfahrt und das ist so der Hauptweg zu unserem Bunker. Ne? Wenn man jetzt hier einfach gerade ausschaut, das sind keine Bäume. Ne? Deswegen würde ich auf jeden Fall mal sagen, das wäre der logischste Weg, dass Leute hier entlang fahren. Ne? Deswegen, ich werfe jetzt auf jeden Fall mal eine Haftbombe hier hin. Ich auch. Oh, scheiße, falsche Ding. Achtung. Oh. Ich bin hier so mit Praktikanten in meiner Armee, Alter. Eine Haftbombe noch hierhin, okay? Ja, 5 Stück kann man auf einmal setzen, oder?
Ja, genau. So, und in dem Radius hier außenrum legt ihr jetzt auch eure Haftbomben hin, okay? Überall so, dass wenn die von links, von rechts kommen, legt ihr an, so in der Nähe von Bäumen immer, okay? So, immer so in die Nähe von Bäumen legt ihr Haftbomben. Ja, hab ich gemacht. So, okay. Gut, Leute, und die nutzen wir dann, selbst wenn die nicht jeder zünden kann, jeder weiß in etwa, wo die liegen hier in diesem Radius. Merkt euch den Ort, okay? Dass die weg sind. Was? Weiß, wenn wir jetzt die Distanz weg ist und wir wegfliegen, dass die Haftbomben dann auch weg sind. Ja, es geht ja aber nicht jeder weg. Einer bleibt ja immer beim Bunker. Ja, aber dann bleiben ja nur seine Haftbomben da. Ach so. Nee, die Haftbomben kann man doch über die ganze Map zünden. Also, ich habe eigentlich Videos angesehen, wo man über die ganze Map zünden richtig. Habe ich auch also gesehen. Also, entweder wurde das gepatcht oder... Ja, auf jeden Fall, wenn jetzt hier Leute kommen und wir sind jetzt hier wirklich im Gefecht, ne? Dann, was ist das denn jetzt für ein Sound hier? Herausforderung, okay, jetzt geht's los, oder? Haben wir eine Herausforderung gestartet hier? Nee, das ist Standard immer in den Lobbys so. Okay, auf jeden Fall, hört mir mal kurz zu, wenn wir jetzt hier wirklich im Gefecht sind, dann kann hier jetzt jeder nämlich einfach die Haftbomben zünden und dann haben die so ein Minenfeld vor sich, das ist mega gut hier. Mega. So, okay, das freut mich. Gut, dann würde ich sagen, Leute, ab wie viel Uhr starten die Angriffe? Nach einer Stunde haben wir gesagt. Ja. Das heißt, hast du einen Timer? Das heißt um 21.40 Uhr dann erst oder nach einer Stunde, wo wir streamen. Ja, wenn wir jetzt. Wir auch eigentlich in 20 Minuten, ja, dann. Da warte mal. Okay, das heißt, wir müssen ab jetzt aufpassen. Ich würde sagen, gut. Weißstudio und Decksex, ihr bleibt hier. Passt kurz auf, Lieutenant Decking, wir machen einen Erkundungsflug. Der Heli ist startbereit. Gut, wir werden jetzt einen Aufklärungsflug machen und gucken, wo die anderen ihre Base haben. Ihr passt auf die Base auf, okay? Falls wir angegriffen werden, sagt uns sofort Bescheid, dann kommen wir. So. Ich glaube, in 40 Minuten? Ja, dann haben die das gemacht, wenn ihr fertig mit der Ding war, nochmal eine Stunde. Was? So. Hö, was? Hast selber dann auf Map geschaut, Simon. Okay. So, also okay. Also 40 war der Treffpunkt eben. Ja. Gut, wir fliegen jetzt erstmal an die Militärbasis. Genau, Decking, wir fliegen erstmal an die Militärbasis, schauen, ob da jemand ist. Ob da jemand seinen Bunker hat an der Militärbasis, ich weiß es nicht, Leute. Vielleicht wisst ihr es, aber ich weiß es nicht. So, okay. Okay, dann... 30, ja, oder? Ja. Ah ja, ist besser. Da dürfen dann die Angriffe starten. Der rebellische Bunker. Der rebellische Bunker schreibt er. Auf jeden Fall, Leute, abonnieren nicht vergessen, falls ihr neue Zuschauer auf meinem Kanal seid. Und natürlich auch die Glocke drücken, ganz wichtig, Leute. Die Glocke muss immer penetriert werden. Okay, wir machen hier richtig bei Nacht so einen Aufklärungsflug. Wer ist da unten? Oh, da ist jemand! Das ist Philipp! Wer hat der im roten Auto? Nein, wir haben Philipp hier. Wir haben die Base von Philipp gefunden. Nice. Okay, wo? Sehr gut. Militärbase? Ja, bei Militärbase. Was hab ich gesagt, Digga? Ja, Mann. Militärbasis. Philipp, Standardskill ist bei Militärbasis. Okay, sehr gut. Wir haben sie schon aufgespäht. Dann, aber ich glaube, die könnten jetzt wissen, dass wir aus Paletto Bay kommen, weil wir aus der Richtung geflogen sind. Weißt du, wie ich meine? Ja, dann flieg. Aber die können uns ja nicht auf der Karte sehen. Flieg Richtung Wüste. Flieg Richtung Wüste. Deck 6. Ja. Genau. Jetzt werden wir in der Wüste schauen, ob da Prox ist. Die Prox Army. Digga, ich flieg nicht. Was? Fliegt nicht, du hast gerade gesagt, Deck 6. Ah, ne, ich mein Decking. Oh. Oh shit. Okay, Leute. So, jetzt. Geil, Alter, einen haben wir direkt schon ausfindig gemacht. Jetzt müssen wir nur noch. Ja, wo stehst du jetzt? Die ekelhafte Armee von Brox finden. Die von den Rebellen zerstört werden. Das ist ja geil, ey. Das ist ja geil, dass wir jetzt einfach schon Standardskill gefunden haben. So Leute, und nach diesem Erkundungsflug würde ich sagen, werden wir direkt einfach mal schon mal den ersten Angriff auf Standardskill starten. Der ist nämlich relativ in unserer Nähe, da können wir direkt mal den Besuch machen und da mal hinfahren und ein bisschen angreifen. Ach ja Leute, und die mobile Kommandozentrale, die man zerstören muss, die darf man nur mit Haftbomben zerstören, ne? Also nicht vergessen, die dürft ihr nicht mit euren Panzern abschießen. Das wäre dann noch zu overpower. Ja, das wäre zu schnell. Ach Leute, heute sind ja auch Sommerferien. Ja Mann, frohe Sommerferien. Nein, bei mir in vier Wochen. Okay, meine Schwester, also in Rheinland-Pfalz sind heute Sommerferien. Also wenn ihr heute Sommerferien habt, dann frohe Sommerferien, Leute. Gut, da unten ist ein Bunker, da ist noch niemand. Oder noch, was also ist noch? Also ich hab in zwei Wochen. Ich hab in dreieinhalb. Da ist auch noch keiner. Sechs, wo bist du denn jetzt überhaupt? Ja, ich stehe hier vorne doch. Ey, Rekruten, haltet eure Position am Bunker. Hallo, hier.
Oh, guck mal, wie das aussieht. Dieses Minenmeer da. Ja, stimmt, geil. Digga, überall blinkt es, Alter. Ja, sehr gut. Sehr gut, Leute. So ein Airfeld. Hier, Lieutenant Dextex, flieg mal zum Flugzeugfriedhof. Decking. Da waren wir noch gar nicht. Decking, sorry. Mhm. Ja, ich will jetzt mal gerade da, wo wir den Bunker hatten. Ja, okay, test alles weg. Wir müssen frei aufpassen, dass sie mit dem MTV nicht übers Wasser kommen, gell? Aber das kann man machen. Voll die geile Taktik, ey. Digga, wir müssen doch aufpassen, wenn wir hier umschießen. Das macht Digga, wir beide fahren gleich übers Meer und die fahren mit dem Flakanhänger. Das ist eine gute Idee. Genau, also wir, genau, ihr mit eurem, ey, hört mir zu, ihr mit eurem Anhänger, fahrt über Straße, wir mit dem MTB kommen übers Wasser und greifen die an. Ja, Philipp, das ist ein heftiger Plan. Der MTB kann doch im Wasser fahren. Ja, aber mit dem Anhänger nicht, oder? Ja, nee, ja, ich sag ja, ihr fahrt über die Straße, hört ihr mir eigentlich zu? Okay. Nee, ja. Dextex hört nicht zu. Okay, so, dann zum Decking, fliegt mal zum Flugzeugfriedhof. Ja, bin ich gerade. Da, Brox muss eigentlich hier sein, oder er ist da ganz unten. Wenn ich jetzt wieder sterbe wegen dir. Normalerweise ist der Anhänger richtig scheiße eigentlich. Weil ich halt voll leicht geschossen habe. Ja, hier ist er auch nicht. Okay, flieg mal da ganz unten hin. Ja, ich weiß noch, wo einer ist. Ach ja, hier Ding. Dextex, Digga, wirklich jetzt. Weißstudio. Und Dextex, passt auch auf die Luft auf, falls ein Aufklärungshelikopter kommt oder so. Wenn wir wegen euch sterben, ne? Dextex, ich sag dir. Ja, fahr mal ein bisschen, geh mal ein bisschen weg. Was macht ihr denn? Ja, der überfährt mich die ganze Zeit. Nein, hört doch auf, macht einfach nichts, bleibt einfach stehen und passt auf. Ich will losfahren und dann fliegst du. Digga, haben die wieder den alten Bunker? Haben sie den alten genommen? Könnte auch sein, den alten Bunker von Brox haben wir noch gar nicht abgecheckt. Nee. Macht einfach bitte jetzt nichts Dummes. Ja. Passt einfach auf die Base auf. Das wäre heftig, wenn Brox schon wieder den Bunker genommen hätte. Aber vielleicht dachte er sich so, ja, damit rechnet niemand. Wie ist das? Dreh dich mal um. Welchem Bundesland lebst du? Also eigentlich Rheinland-Pfalz, aber ich bin jetzt nach Köln gezogen, also NRW. Ja. That's it. The floor is lava! Was nennen wir jetzt nicht? Haben wir heute schon 1000 Mal gemacht. Aber hier ist nicht mehr auch einer, oder? Ich sehe es noch nicht. Ich sehe da noch keinen Bunker. Ich sehe auch keine Einsatzzentrale. Boah, dann muss er da unten in der Base sein. Dann muss er da unten, in der, oder? Wo unten? Ja, da bei dieser Raststätte. Da flieg mal links. Decking fliegt links. Ja, über den Berg. Ja, einfach links. Nee, einfach links drehen jetzt. Ganz links. Richtung zu dieser Brücke da. Richtung Meer, diese Brücke. Genau. Dann liegen wir ja alle direkt nah beieinander. Am Ende werden Leute gegrüßt, Freunde. Wir müssen jetzt hier erstmal rausfinden, wo noch Brox ist. Dann können wir den ersten Angriff starten schon. Brox ist bei der Alten. Er war nicht bei der Alten, Bruder. Der ist wieder rechts, ne? Nee, links. Da unten kommt nämlich auch noch so eine Base, die ist so voll. Die ist so voll abgelegen da unten. Aber du weißt, dass da unten, dass wir jetzt wieder Militärbase sind. Ja, aber noch weiter dran vorbei. Jetzt einfach geradeaus weiter diese Straße hier. An der Militärbase ist noch vorbei. Da kommt noch ein Bunker. Da muss ja dann Brox sein. Das ist gut, das wäre richtig heftig, wenn da Brox ist, weil dann ist Standard-Skill zwischen Brox und mir. Dann bekommt er von beiden Seiten ab. Dann können wir ihn richtig auseinandernehmen, Leute. So, wird das gehen. Ich würde sagen, Leute, wir machen jetzt mal ein Hashtag Like Happy Wiss. Das bedeutet, rastet jetzt mal komplett aus für Bunker Battles. Wenn ihr wollt, dass die Serie weitergeht, fliege einfach schnell drüber. Hashtag Like Happy in den Chats, bleiben und ein Like da lassen. Das Ganze mal in 3, 2, 1, Leute. Und jetzt rastet mal komplett aus, Mann. Was geht ab? Wir sind aktuell bei 3800 Likes und jetzt rastet komplett aus, Freunde. Lasst uns mal die 5000 Likes jetzt hinten. So. Genau da unten kommt irgendwo auch noch ein Bunker. Aber okay, das Weißstudio und Dextex, jetzt müsst ihr besonders gut aufpassen, weil die Standard Skill Army, die sind nicht mehr bei sich. Oder sie sind im Bunker drin, aber wir haben sie gerade zumindest nicht gesehen draußen. Jo. Das heißt, sie sind gerade irgendwie on Tour. Ja, da ist ja. Brox. Wir haben Brox gefunden. Und der ist irgendwie auch nicht da. Okay, jetzt. Ja, das Ding jetzt. Warum ist der jetzt gemutet? Hallo? Da redet er gerade mit Oh mein Gott, ey, Schüsse kommen auf uns. Wir stehen unter Beschuss. Die haben uns gesehen. Okay, die haben uns gesehen. Schnell, abdrehen. Oh mein Gott. Oh shit. Okay, die haben uns gesehen. Die haben uns auf jeden Fall gesehen, dass wir die gesehen haben. Oh mein Gott. Okay, komm. Jetzt Decking schnell zurück zur Base. Die anderen sind, glaube ich, irgendwie alle auf Tour und das könnte kein gutes Zeichen sein. Danke für den Like, Freunde. Dankeschön. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen, dass die alle gerade irgendwie nicht da waren, weil das heißt, sie sind irgendwo anders, wo sie nicht sein sollen. Ja, ich guck mir den Sniper immer ein bisschen. Genau, immer schön gucken. So.
Ja, das sieht so geil aus mit der Sniper. Ja, wenn also die Standard-Skill-Army. Die Standard-Skill-Army ist auf jeden Fall gerade on Tour. So, okay. Oh, Digga, meiner fliegt hin. Was ist das denn? Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach direkt mal den ersten Angriff auf Standard-Skill. Chris? Ja? Standard-Skill ist zwischen uns und Brox. Ja, ja. Wir sind eigentlich alle in einer Linie, müsst ihr euch so vorstellen, wir sind ganz oben Paletto Bay, dann darunter... Ja, in welche Richtung müsst ihr da gucken? Und jetzt ist Brox unten, oder was? Brox ist ganz unten bei diesem Bunker, an diesem Highway. Ja, das war meine allererste... Und Standard-Skill ist eben bei der Militärbasis. Wir sind alle so in einer Linie untereinander. Das Gute ist, wir sind... Wir haben die beste. Oh. Ja, wir haben die beste Lage. Amon raus. Ja. Brox hat die schlechteste, weil die ist komplett offen. Also da kannst du überall hin. Ja, das ist mega. Ey, warum sind Konoti und Samo nicht bei Dingsbus drin? Bei Philipp im CO? Keine Ahnung. Nee. Sind die nicht? Nein. Oh, ist nicht mein Problem, wenn die sich dann gegenseitig kaputt machen. Ja, stimmt. Oh, hier kommt ein Heli oder seid ihr das? Ja, das sind wir. Okay, Lotel und Decking, Landeanflug. Sehr schön. Ey, Rekrut Weißstudio, was lachst du so? Ey, aber auf jeden Fall, Männer, habt ihr gut gemacht, habt gut auf den Bunker aufgepasst, so muss das sein. Schöne Position da. Gut, okay. Wer war hier gerade auf dem Bunker gestanden? Dextex, warst du das? Ja. Okay, sehr gut. Am besten, wenn du da oben stehst, immer mal schön hier mit Sniper, Straße und mehr. Ja, hab ich gemacht, genau. Die ganze Zeit gerade. Sehr gut, sehr gut. Okay, wie viel haben wir? In 15 Minuten können wir im Prinzip schon die krassen Angriffe starten. Ich würde sagen, wir... Warte mal, okay. Oh mein Gott, hier blinkt alles mit den Minen. Okay, ja, das sieht richtig geil aus, gell? Aber hier, schau mal, hier an der Seite sind noch nicht so viele, ne? Ja, ich kann halt keine setzen mehr, weil du nur 5 setzen kannst. Ja, ja, okay. Aber wir brauchen also nicht, dass du nicht mehr setzen musst, aber du brauchst auf jeden Fall noch welche im Inventar, wenn wir dann angreifen. Ja, ja, ich hab noch 20. Jetzt. Okay, so, also Jungs, macht euch langsam gefasst, es könnten jeden Moment Angriffe reinkommen. Aber warte mal, wir dürften doch jetzt noch Munition kaufen, oder? Im Interaktionsmenü so. Klar, kannst du machen, ja. Decking, was machst du denn? Die können nie ruhig bleiben. Nein, einfach mal chillen. Wer? Wer hast du mit ihr gemeint? Ja, du und... der King, Digga. Oder der King. Ey, ich kann auch ruhig bleiben. Das hasse ich immer bei so Tuning-Treffen. Oh, Leine Troll gestorben. Oh. Oh. Ey, was ist hier auf dem Wasser? Ist das ein Ast? Ja, ich glaube, das ist ein Ast. Ja. Oder was ist das? Ja, was ist das? Wo denn? Wenn man hier rüber... Ich guck mal, was hier im Wasser ist. Oder es sind Algen unter Wasser. Siehst du das? Alter, was hast denn du für einen Sniper gehabt? Gut, da ist keiner. Okay, ich guck grad mit Dings ums. Ey, was für eine Ast? Wärmebild. Was für eine Ast? Keine Ahnung, Digga. Das stimmt. Hey, Wärmebild ist mega geil. Wie machst du das? Ey, das ist mit einem neuen Update kannst du so wie sie ein Wärmebild drauf machen auf einen Sniper. Hab ich noch nicht. Digga, das ist richtig geile Idee. Da sehen wir direkt, wenn die mit dem Auto angefahren kommen oder so. Keine Ahnung, hab ich leider nicht. Ja, aber ich hab's ja. Okay, gut. Ja, dann können sie ja. Dann seid ihr die Speer. Scheiß drauf. Ihr seid Speer, ihr gebt dann die Kommandos. Ich sehe halt euch, aber das ist trotzdem eine mega geile Idee, Digga. Es wäre auf jeden Fall auch wichtig, dass. Ja, wenn, der einzige Jungs, wenn einer irgendwie oder wenn Leute weg sind und jemand passt hier auf die Base auf, einer auf jeden Fall immer in so einem Raketenanhänger oder in dem Raketen-MV-Panzer-Ding. Weil, falls sie mit dem Heli kommen, könnt ihr die dann direkt abknallen. Ja, ja. Also, wir brauchen auf jeden Fall auch eine Luftabwehr. Ist eigentlich echt. Aber das Blöde ist. Munition erlaubt? Ja. Ah, nee, Explosivmunition ist zu overpowered. Digga, und dürfte man die Sniper benutzen, die explodiert? Nein, auch nicht. Das ist zu overpowered. Das wollte ich gerade sagen. Das wäre geil gewesen, Alter. Leute, habt ihr noch irgendwelche Infos? Werden wir gerade von irgendjemandem angegriffen? Plant irgendjemand Angriffe? So, okay. Leute, sind jetzt noch 14. Ey, da vorne läuft einer. Da vorne ist einer. Wo? Im Traktor dort. Wo? Halt mal. Oh, sorry, der NPC. Die werden auch als Wärmebild angezeigt. Oh. Digga. Ich dachte gerade schon. Ah, Digga, das ist aber blöd. Wenn die jetzt auch so als Ding angezeigt werden, dann können wir gar nicht wissen, ach, wenn ja, die normal. Ach ja, und was, Leute, wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Absprache. Lass uns so machen. Kommt mal alle zu mir, guckt mal alle hier auf die Straße. Wir machen das jetzt einfach so, weil wir jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, ich sehe jemanden und wir sagen wo und du sagst einfach nur da, weiß keiner, wo es ist, ne? Deswegen machen wir so, wenn hier einfach, hey, wer läuft denn da vorne, Dextex? Stell dich doch einfach mal hier hin, Digga, der hat auch ADHS in seinem Daumen oder so. wenn die hier von links kommen, dann sagt ihr links, okay, also das hier ist links, Leute. Hier, die Richtung links. Das hier, die Richtung dort. Das ist links und das ist rechts, okay? Und dann gibt's noch Wasser, oder? Oder, ja, links, rechts und Wasser. Das haben wir zur Auswahl, links, rechts, Wasser. Dann gibt's noch Stinky hier. Stinky. Okay, also wenn ihr irgendjemanden seht, links, rechts oder von hinten was. Also. Schieb dir gleich so eine Mine in den Hintern. Ballistische Ausrüstung. Ballistische Ausrüstung ist auch ganz gut auf jeden.
Okay, wir müssen aufpassen. Was ist Brox greift an, Brox greift an. Uns oder Philipp? Wen greift Brox an? Das haben Philipp bereitet vor, okay. Habt ihr noch irgendwelche Infos? Oh, das ist aber richtig geil, dass Philipp nur in der Mitte ist, hey. Ja, ja. Der kriegt dann von beiden Seiten einen ab. Mega geil. Digga, wenn die unauffällig sein wollen, hier müssen die wirklich so wie NPCs fahren mit einem normalen Auto. Mhm. Aber es wäre auch nicht eine schlechte Idee gewesen. Ja, aber dann haben sie ja gar keine... sie nicht. Ja, ja, dann wüssten sie nicht, dass wir kommen. Philipp kommt durchs Wasser. Philipp will durchs Wasser kommen. Philipp will durchs Wasser kommen, hat mir jemand in Chat geschrieben. Okay, nee, okay. Nix. Ja, dann guck ich aufs nix, Wasser. Genau. Ich bleib auf dem Wasser. Okay. Weiß Studio übernimmt das Wasser. Ja. Okay. Digga, bleibst du auf dem Wasser? Nee, nee, Digga. Aber ja, ich könnte auch mit dem Boot so außen rumfahren. Digga, du darfst nicht zu nah ans Wasser. Yeah, nicht, dass du noch reinfällst und dich wäscht. Oh. Oh, da hat dann jetzt. Die kommen, schreiben die bei mir. Okay, Leute, passt auf jeden Fall auf, steht nicht. Ey, Junge! Warte mal, da oben ist irgendwas. Helikopter, rechte Seite, Helikopter von der rechten Seite. Geht in Deckung. Passt auf euch auf. Ja, ja, knallt den ab, aber. Helikopter über uns! Luftangriff! Digga, lass in den Panzer gehen und da schießen. Oh, deswegen habe ich gesagt, wir hätten eine Luftabwehr gebraucht. Eben. Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, wer das war, aber sie haben uns gesehen. Da kommt ein zweiter Heli! Helikampf! In die Luftabwehr! Helikampf, Digga! Digga, von wo? Ja, Digga, rechts! Da, wo der Heli hingeflogen ist. Da blinkt doch alles. Siehst du das nicht, Digga? Da. Da, beide Helis. Okay, komm. Nein, steig hinten. Da ist noch ein Heli! Was denn jetzt? Was ist los, Digga? Noch ein Heli! Oh mein, was? Wie viele Helis denn? Ja, die kommen bestimmt zu viert jetzt mit einem mit vier Helis, Alter. Okay, alle in die Luftabwehr. Einer muss auch in den Anhänger gehen. Wer geht in die Luftabwehr an? Ja, ich gehe. Okay, die anderen zwei sind zu Fuß unterwegs. Ah, stimmt. Ich hätte die abschießen können, ich da. Ja, ich bin auch gerade in dem Panzer drin. Fahr irgendwie auf das offene Feld. Oben hin. Ah, fuck! Fahr irgendwie so, dass ich auf jeden Fall schießen kann. Genau, okay. Genau, so. da oben auf dem Berg. Eine Luftabwehr auf den Berg. Das ist eine gute Idee. Ja. Luftabwehr auf dem Berg. Kannst du mich auch abhängen? Hey, soll ich dich da oben hin parken auf die Dinge? Ja, park mich da. Nein, auf dem Berg da hinten, Achso, okay, ich weiß, was du meinst. Der Berg da hinten, das ist die Luftabwehr. Also dort auf der anderen Straßenseite meinst du, oder? Na. Hä? Nein, hinter uns da oben. Bist du dumm? Einfach da oben. Hinter uns! Einfach hinten ist doch ein Berg, bist du dumm? Also da. Junge. Alter, du bist so einer, der bei der Fahrschule rechts fährt, wenn es heißt links abbiegen, ey. Ja, keine Ahnung, was mir so, Berg meint, Alter. Hier absetzen, aber andersrum bitte, dass du mich auch jederzeit wieder anhängen könntest. Okay, Leute, das werden sie. Ey, was schießt der? Digga. Oh. Digga, ich bin in. Wer ist das? Wer hat geschossen? Wo denn? Ich aus Versehen. Oh, Junge. Der ist irgendwie in einen anderen Modus gegangen. Junge, Schüler. Guck mal, ich bin in diesem Modus, ich kann nicht mehr. Ja, fahren. Ja. Ja, dann drück doch H, Digga. H. Ich spiele aber Junge. Mit Controller. Was hast du jetzt kaputt gemacht? Mit was für Anfängern sind wir? Digga, was hast du jetzt kaputt gemacht? Gar nichts. Häng mich ab, Alter. Warte, ja, ich dreh dich doch gerade noch um. Okay. Komm, steig ein. Junge, aber weit hoch, bitte. Sonst sehe ich hier nichts wegen den Bäumen. Decking? Ja. Hast du Infrarot- oder Wärmebildkamera? Ja, hab ich. Okay, dann passt du auf die Luft auf. Guck, oder okay, überall. So. Nicht so weit an die Klippe, Digga. Sei du der Speer. Pass auf, dass ob irgendwo einer kommt. Hau rein. Ja, tschö. Das Gute ist, sie werden. Standardskill kommt, schreiben die. Wann geht's los? Halb. Also, wir dürfen noch gar nicht. Ah, nee, stimmt. 9 Minuten. Irgendwie kam die Zeit mir jetzt voll kurz vor. Ja, wir dürfen die anderen jetzt davor schon so sabotieren, wie zum Beispiel auf den Heli so ein bisschen schießen, dass der kaputt geht. Aber richtig töten ab halb dürfen wir uns. Da beginnt dann der richtige Krieg. Okay, Leute. Es ist ruhig, Leute. Es ist zu ruhig. Ja, wir wissen auf jeden Fall jetzt schon mal, wo wir sind. Ja. Oh. Lenkraketen darf ich ja nicht abschießen, oder? Aber zielen darf ich doch damit. Oder heulen die dann sofort rum? Ich denke, die werden rumheulen, keine Ahnung. Ja, aber wenn du die ja triffst damit... Nee, mir geht's darum, dass ich halt so besser sehe, wenn einer kommt. Weil dann automatisch der gezielt ist. Ich denke, wir haben uns eigentlich perfekt aufgestellt. Schau mal, unsere Base, also unser Einsatzzentral, was sie kaputt machen wollen, ist erstmal auf der Seite, von der die nicht angreifen. Dann haben wir da noch schön Autos davor gestellt. Das ist schon ganz gut, unsere Base, die wir uns hier aufgebaut haben. Ey, das werden wir jetzt gewinnen. Ja, Mann. Und ich kann auf jeden Fall Helis und sowas abwehren. Okay, ja, sehr gut.
Ich guck hier vorne auch ein bisschen auf die Straße auf, falls da einer kommt mit Raketen. Immer auf den Ding da drauf. Hier. Okay, wir müssen aufpassen. Ich denk mal, irgendeiner von den anderen zwei wird bestimmt um halb direkt den ersten Angriff starten. Mhm. Ich würde sagen, wir warten den ersten großen Angriff ab und dann werden wir einen Gegenschlag machen. Aber was ist, wenn sie unsere mobile Zentrale zerstören, aber wir leben ja dann noch alle? Dann können wir deren zerstören. Klar. Nur wenn man, sobald unsere mobile Einsatzzentrale zerstört ist, dann können wir nicht mehr respawnen. Dann ist quasi... Seid ihr sicher, dass Philipp in der Militärbase ist? Ja, wir haben ihn da gesehen. Weil hier schreiben sie bei mir, dass sie das mit Absicht gemacht haben, damit wir denken, da ist ihre Base. Ja, und in Wirklichkeit sind sie da, wo der Strand beginnt. Das ist aber unfair. Wie meinst du da, wo der Strand beginnt? Ich weiß nicht, da hat einer es gibt doch nur einen Bunker. Es gibt doch nur einen Bunker. Wir müssen die Kommandozentrale zerstören, also wenn die da stand. Ja, wenn die da nicht sind, ist mir das egal. Man muss einfach nur die Kommandozentrale zerstören, wenn die so dumm sind und sich woanders hinstellen, wo ihre Kommandozentrale steht. Digga, aber es wäre mega die gute Ding. Ja, klar, beim ersten. Ja, klar, und jetzt verschieben. Ja, nee, das darf man ja nicht. Aber wo meinst du denn? Es gibt doch beim irgendeinem Leuchtturm oder sowas so ein Ding, gell? Oder irgendwie sowas. Auf der anderen Seite ist der, ja. Ja, eben. Vielleicht sind die da, wo der gemeint hat. Keine Ahnung. Hey, das wäre ja voll unfair. Wir haben ja gesagt, die mobile Einsatzzentrale markiert unseren Bunker, und wenn die das verstehen. Ja, vielleicht stehen die da mit der. Oder stand die da? Habt ihr die gesehen? Ja, die stand wirklich da. Ach so. Ja, wahrscheinlich haben die jetzt umgeparkt, noch kurz davor. Oder so, keine Ahnung. Okay, Dextex. Ja. Ich habe eine Mission für dich. Nimm dir mal ein Heli und guck mal, ob die immer noch bei der Militärbasis sind am Strand. Soll ich mit Dextex fliegen? Nein, du bleibst hier. Ja, bitte. Nein, bleib hier. Nein. Ja, aber immer nur einer im Heli. Es bringt... Oh, sorry. Was war das? Das war ich aus Versehen. Es bringt doch nichts, wenn zwei Leute drin sind. Decking, bleib hier und du bist Aufklärer. Wenn die euch abschießen, sind zwei down. Also ich darf nicht jetzt hier mit den Raketen im Ding schießen, wenn die kommen. Ich muss mit den Maschinengewehren. Es dauert eh noch sechs Minuten. Kann ich auch ungelenkte Raketen benutzen oder nicht? Nein. Es gibt ja noch so. Ja, dann muss ich die Dinggewehr. Warte mal, wo ist denn das? Man darf mit dem Heli nicht angreifen, der darf nur zu Aufklärungszwecken verwendet werden. Das ist die Regel. Ach so, okay. Ja, sonst wird ja jeder einfach ein Heli nehmen den anderen reinbrettern, so darf man ja nicht. Okay, Brox kommt, meinen welcher? Oder Digga, ich guck mal ganz kurz auf der anderen Seite. Aber ich weiß nicht, ob das nur geblufft ist. Warte, Dextex! Fliegst du oder bist du in deinem Auto? Ich flieg. Ah, scheiße. Digga, Dextex, jetzt, wir sind ja beim Militär, Alter. Jetzt nimm mal meine Befehle entgegen, du fliegst jetzt zur Militärbasis und guckst, ob die noch am Strand sind. Digga, du wirst doch wohl wissen, wo die Militärbasis ist. Ja, chill. Kannst du mich mit deinem MTV abholen? Max ist da drin. Ach so. Warum? Weil ich will mit meinem Anhänger auf die andere Seite, dass wenn sie zu euch reinfahren, dass ich sie von hinten abschießen kann. Das magst du, gell? Weil hier oben habe ich halt keine Chance, wenn die jetzt zu dem Fahrzeug kommen. Warte. Weil ich dachte, man darf auch über Luft kommen, aber da bin ich ja hier voll unbrauchbar. Ja, doch, das war bis jetzt gut für deren Aufklärungsflüge, aber wenn die jetzt gleich richtig angreifen. Ja, warte, ich gehe dich da hinten abholen. Was mit dem Juggernaut-Outfit? Das dürfen wir, glaube ich, benutzen. Ich weiß aber nicht, wo der Bunker ist beim Militär. Das ist einfach an. Schau mal, die Militärbasis ist doch direkt am Meer, ne? Da bin ich jetzt. Ja, direkt da an diesem Zipfel, wo es zum Meer geht, weißt du? Da am Ende von der Startbahn. Da ist so ein Bunker. Ey, da fliegt ein Heli, hab ich gerade gesehen. Irgendwo. Oh. Ne, ich seh's nicht mehr, da war gerade einer. Da fliegt einer da vorne. Ja, ist vorne? Du musst rechts oder links. Ja, hier bei der. Ich bin doch nicht bei euch. Dort, hier. Da. Hallo, bei der Militärbase. Dextex. Ist da jetzt noch die Einsatzzentrale? Warte, ich kann nicht hinfliegen, da fliegen drei oder so Helikopter rum, wenn die mich abschießen. Und? Die können dich noch nicht abschießen, wir haben noch nicht halb. Ja. Warte, ich guck. Ja, weil bei mir schreiben sie alle, die haben die versetzt wieder. Genau, jetzt fahr mal so. Ah, hier am Meer, also direkt hier, wo der Strand irgendwo ist. So. Nee, da ist nur der Bunker, da steht keine Ding. Boah, haben die. Ah, doch, da steht eine noch. Ah. Warte, ich hab's nur nicht gesehen. Da steht so. Soll ich dich hier abstellen? Ja, lila, das ist von Philipp, das ist gut. Da steht noch so eine lila, steht da. Da steht noch eine. Oh fuck, die schießen. Warum hab ich jetzt die Position gewechselt? Alter? Du musst lange auf H draufbleiben. Oha, also. Fuck. Nur auf H, dann wechselt er eben. Das hatte er eben auch gemacht, das Problem. Ja. Okay, ich glaube, ich. Weißt du, was machst du jetzt? Ja, ich fahr du wieder hoch, ich schaue in eine bessere Position. Also da ist auf jeden Fall ein Ding. Aber ey, das bringt doch nichts, wenn hier der Anhänger unbesetzt steht. Nee, ich versetz den gleich wieder. Ich hol nur mein Fahrzeug, dass ich es wegschieben kann. Okay. Ich weiß aber nicht, ob das Philipp war, gell? Ja, das ist Philipp, ich kenne den Anhänger von Philipp. Oh, der war so lila. Ja, ich weiß. Okay, komm im Heli wieder her. Ja, ich komm grad.
Digga, die haben mich fast noch getroffen, Alter. Die wurde nicht. Ja, die sind auf jeden Fall die Verteidigen da. Die sitzen da so, hab ich gesehen. Okay, in 3 Minuten, Leute. 3 Minuten noch, dann geht's hier richtig ab. Dann möchte ich aber direkt angreifen. Oh, ich hab echt Angst in meinem Anhänger. Angst in. Oh, da ist noch eine! Hier! Mittendrin noch eine. Wer? Ah, halt mal, das ist unsere. Also. Wer ist das da über uns? Wer ist ich. Das über uns? Der Dextex ist so der größte Kunde, Alter, das ist nicht mehr normal. So. Richtiger. Digga, ich schieß gleich auf dich. Boah, mach. Ich könnte so abdrücken. Aber es bringt dir nichts, ich überlebe, Digga. Als ob. Ja, wir haben doch dieses eine, dass wir uns nicht gegenseitig töten können in CEO. Da geht der Ding vielleicht kaputt, aber ich sterbe. Okay, Leute, 2 Minuten noch, in 2 Minuten. Sollen wir dann direkt angreifen? Sollen wir direkt Philipp angreifen? Ja, die stehen dort. Genauso wie der Ding jetzt da steht, alles gerade. Okay, Jungs, dann macht die Fahrzeuge ready. Macht die Fahrzeuge ready, Dextex. Ja. Schnapp dir deinen Panzer und geh zum Anhänger von Weiß Studio. Ja. Wir werden uns jetzt einsatzbereit machen. Stellt die Fahrzeuge in Bereitschaft. Ey, Digga, da vorne. Bist du das? Lol, wo stehst denn du, Digga? Direkt an der Straße. Steig bei Dextex ein. Du musst mich ein bisschen. Also, du steigst da bei mir ein. Dextex, bist du das? Du musst vorne einsteigen. Steig vorne ein. Ja, ich will mich mal ein bisschen irgendwie hier verstecken. Ja, wir tun doch jetzt eh gleich angreifen. Ja, aber einer muss doch am Ding bleiben, oder nicht? Ja, was das? Nein, niemand muss am Bunker bleiben. Oder nicht? Okay. Es wäre natürlich besser, aber muss man nicht. Wären wir noch so lange da? Ich will ja... Chill. Dextex. Decking, chill. Er hat's gerade angehört wie so ein Rap, Alter. Okay, Decking, bleib doch einfach mal stehen hier. Bleib einfach mal stehen. Wir werden jetzt hier rasieren. 1 Minute. Sehr gut, okay. Guck mit Wärmebild, das ist eine gute Idee. Ne, da ist noch niemand. Der Seite, wo die den Bunker haben. Ja, rechts. Du musst sagen, okay, rechts. Komm, Leute, jetzt alle einsteigen, jetzt alle einsteigen. Und jetzt, okay. hört mir bitte einmal alle ganz genau zu. Decking und ich in dem Panzer, wir sind die Wassereinheit. Wir werden übers Wasser fahren. Wir werden jetzt Standardskill angreifen, eine Militärbasis. Nicht Brox, Standardskill, Richtung Militärbasis. Aber ich will. Warte, Dextex und Weiß Studio, ihr fahrt über die Straße, okay? Dennoch achten beide gegenseitig aufeinander, dass wir etwa auf gleicher Höhe sind, sodass wir zusammen zuschlagen, okay? Wir müssen einzeln bringt sich viel. Wir müssen zusammen zuschlagen, die dürfen gar nicht wissen, wo was gerade passiert, so weißt du? So, go, okay, los geht's, komm. Bleibt auf. Das war ein geiler Trip, sondern direkt losgestartet. Bleibt auf gleicher Höhe, Jungs. Ja, ich weiß nicht, wo ihr seid. Ich bin jetzt hier bei diesem. Ich pass auf. Du fährst über die Brücke. Ja, sehr gut. Fahr weiter. Aber Leute, wir sind jetzt so schnell wie ihr, ne? Ja, ich fahr nicht so schnell. Aber du musst, Dextex, du musst da ein bisschen quer fahren, weil ich kann nicht vor dir schießen. Ich kann nur seitlich schießen. Ja, genau. Wenn einer kommt. Ja, mach ich. Ach ja, Leute, und als wenn wir hier Clan War oder so machen, macht einfach, wenn ihr irgendwie angeschossen werdet, keine unnötigen Sachen, sondern nur gute, brauchbare Kommandos durchgeben, okay? So. Was eigentlich, wenn wir sterben, sind wir dann raus? Ja. Und wenn die Dinge kommandiert sind, dran noch, das ist egal. Dann ist das Team draußen. Achso, okay. Digga, wo seid ihr? Sehe ich gar nicht mehr. Digga, Kunoti und, MBK die, und Samon, die sind nicht so gut im Schießen, aber Philipp. Ja, Philipp soll. Okay, Jungs, wo seid ihr gerade etwa? Ja, ich bin jetzt hier vorne bei diesem Fels-Ding, warte. Okay, gut. Jetzt bei dieser Insel dort sind wir jetzt gerade so. Ja, wir auch. Wir sind gerade parallel bei der Insel, ja. Sehr gut. Scheiße. Okay, warte. Wartet beide am Brückenanfang, damit wir. Oder fahrt jetzt mal beide zum Brückenanfang, da, bei dieser großen Steinbrücke, weißt ihr, fahrt ihr da auch gerade drauf zu? Sind wir da schon drüber gefahren? Nein. Bei dieser großen, die große Steinbrücke. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, da sind wir schon die mit den zwei Bögen. Nee, hier, okay. Ja. Und sag mir mal Bescheid, wenn ihr am Anfang, am Start von der großen Steinbrücke seid. Okay, stopp, wir sind ein bisschen hinten dran. Fahr weiter, Decking. Fahr weiter. Und ihr passt auch aufs Umfeld auf, nicht, dass jetzt jemand zu unserem Bunker geht, also die Landeinheit. Ja. Oh shit, okay. Los, Standardskill ist am Bunker. Herr Kramix, wir greifen sie an, wir werden sie jetzt auseinandernehmen. Okay, ihr seid auf der Brücke, ich sehe euch auf der Brücke, sehr gut. Macht ein bisschen langsam. Normal, also einfach, ja, noch ein Tick schneller, einfach nur ein bisschen langsamer als davor. So, okay. Jetzt sind wir sind beide bei der Hälfte von der Brücke. Sehr gut, okay. Gute Einheit. Wir sind jetzt fertig gleich mit der Brücke. Ja, wir sind auch gleich fertig. Okay, ja, perfekt, ja, Mann, wir sind richtig gut gleich auf, sehr gut.
Okay. Jetzt macht ein bisschen langsamer, weil bei euch geht jetzt ein bisschen schneller als bei uns. So, wir haben schon zig Kontakt zur Militärbasis, zum Ding. Geil ist, die sind Wellen, dadurch sehen sie uns nicht so gut. Ja, ja, ja. Mhm. Okay, wir müssen wirklich, ihr greift von Land aus an und dann kommen wir auf einmal aus dem Wasser und nehmen die auseinander. Ihr habt alle genügend Taftbomben, um den Bunker von denen zu zerstören? Ja, ich hab voll. Okay, sehr gut, sehr gut. Und passt auf eure Fahrzeuge auf, weil es kostet auf jeden Fall Zeit, die dann später wieder neu anzufordern, wenn sie kaputt sind. Okay, so wartet. Leute, wo seid ihr gerade etwa? Bei diesem Parkplatz da, bei diesem kleinen Parkplatz da, wo diese ganzen Autos hier rumstehen. Okay, Decking macht ein bisschen langsamer kurz. Macht ein bisschen langsamer. Ihr fahrt weiter. Ah, da vorne, ich seh euch. Okay, sehr gut. Landeinheit weiterfahren, ich seh euch auch kurz. Decking macht kurz ein bisschen langsamer. Die dürfen uns auf dem Wasser noch nicht sehen. Landeinheit ein bisschen weiter vorrücken. Wir sind fast gleich auf. Okay. Oh, Leute. Wir stehen auf dem Berg, schreiben sie. Auf welchem Berg denn? Soll ich mal ganz kurz mit dem Wärmebild hier gucken? Ja, mach kurz Pause. Decking bleib stehen. Ich sehe da hinten schon Helikopter bei denen. Guck mal kurz mit Wärmebild. Ey, ich sehe da noch niemand. Okay, dann weiterfahren. Decking bleib du stehen. Ihr fahrt noch ein Stück weiter. Landeinheit muss nämlich ein bisschen Feuer eintreffen, sodass wir den Überraschungseffekt aus dem Wasser haben. Boah, Digga. Oh mein Gott. Was war das? Digga, meiner steckt immer so ein, dass ich genau mit diesem Geschütz zuerst dran bin. Und dann will ich losfahren und dann. Also links auf dem Berg. Sie sind auf dem Berg. Stopp. Sie sind irgendwo auf dem Berg. Siehst du sie? Nee, aber schreiben bei mir gerade alle. Egal, weiterfahren. Selbst wenn sie auf dem Berg sind, dann machen wir da ihre Einsatzzentrale kaputt. Los. Weiter folgen. Decking mach, okay. Auf jeden Fall links. Landeinheit. Wie weit seid ihr? Seid ihr hier am Strand auch. Ihr seid schon am Strand? Ja. Also ihr seid schon nicht mehr auf der normalen Straße, sondern ihr fahrt schon rechts zum Strand. Da vorne. Siehst du was? Da vorne, ich sehe euch. Warte, soll ich kommen? Okay, sehr gut. Weiterfahren. Fahrt weiter zum Strand, Leute. Das ist die Angriffsmission. Irgendwas explodiert hier. Und Bullerei. Decking mach langsam. Wir benutzen den Überraschungseffekt. Landeinheit weiterfahren. Ja, wir sind gleich fast da. Warte, ich warte hier noch. Decking, mach langsam. Bleib stehen. Nicht sehen. Von links, die stehen dort. Ja, da explodiert alles. Okay, Landeinheit, Angriff. Landeinheit, ja, komm. Ich seh sie, Digga. Halt an. Okay, ihr werdet sie jetzt unter Feuer setzen. Ja, da vorne sind sie. Okay, go. Und jetzt Wassereinheit. Los, Decking. Wir kommen jetzt auch angefahren. Wir werden sie jetzt abknallen, wenn wir sie sehen. Go. Jetzt von zwei Fronten angreifen. Okay. Was? Hä? Ein Schuss? Oh nein. Digga, instant tot, der Ding ist direkt explodiert, die haben überharte Ding. Was? Einer? Links. Fuck, was soll ich jetzt machen? Okay, fahr nicht ganz aufs Wasser, nicht ganz aufs Land. Fahr nicht ganz aufs Land. Ja, ich bin jetzt auch raus, oder wie? Obwohl doch, warte, Decking, fahr aufs Land, aber fahr in Richtung Heimat, falls wir angegriffen werden. Los. Rückzug, ich werde die dabei noch abknallen. Ja, ich hab einen Heli von denen zerstört. Okay, Rückzug. Sollen wir wieder zu uns zurück? Okay, wieder zurück in unsere Base. Wir fahren zurück in die Base. Los. Oh, hier kommen gerade voll viele Militärdinger. Die werden jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Lasst ein Like da, Leute. Das war unser erster Angriff. Ja, ich bin jetzt tot. Ich bin raus. Ich weiß nicht, ob du jetzt raus bist, weil ich habe die Regeln nicht ganz kapiert, ob man erst nicht mehr spawnt, wenn die Einsatzzentrale kaputt ist. Als ob, Leute. Digga, aber ganz viel Polizei kommt jetzt zu denen, das ist ein Nachteil, Alter. Okay, weißt du, wie es raus. Gut, wir treffen uns bei unserer Einsatzzentrale. Komm, Rückzug. Ich denke, die kommen jetzt gleich. Ja, guck mal, ich sehe sie da hinten schon fahren. Mit ihr, ja. Oh, Digga, der eine ist gerade voll gecrashed, aber die kommen gerade auch. Die kommen? Gut, dann pass auf die Base auf. Ich bin euch zurück, Digga. Digga, wir sind da hinter dem mit dem MTV. Ja. Ach so. Egal, wir haben sie trotzdem. Ja, die wird auch wieder im Wasser. Egal, wir haben sie gut angeschwächt, Leute. Ja. Nur leider. Nur Chris hat ihn zweimal getroffen. Ja. Ey, gar keinmal getroffen, hat dreimal geschossen. Der Plan war eigentlich perfekt, aber ja, keine Ahnung. Ja. Jeder Krieg fordert Opfer, Freunde. Die schreiben bei mir im Chat, sie kommen zu uns. Ja, ich hab die gerade auch gesehen. Ich denke auch, dass sie jetzt. Weil Leute, checkt jetzt auf jeden Fall noch meinen Merch-Shop aus. Auf jeden Fall in der Videobeschreibung auschecken, Freunde. Die neuen iCrimex-Shirts. Nice. So. Egal wann, war echt guter Tor. Ich glaube, Polizei, Alter, Polizei. Darf man die wegkaufen? Ja. Yes. Okay, jetzt warten wir. Wir warten jetzt kurz, bis die anderen sich gegenseitig, bis die anderen auch einen Angriff starten. Sie kommen von der Straße, sie kommen, schreiben die bei uns. Okay, schnell zurück in die Base. Go. Hast du schon jemanden gesehen? Dex? Nee, ich hab nur euch hinter mir gesehen.
Aber direkt hier hinparken und dann direkt in Dingsposition gehen. Ja, in Verteidigungsposition. Ja, wenn ich jetzt zu weit. Oh, ich bin halt da unten. Oh, ich hab eine Wimper im Auge. Oh. Kurz runterfahren. Böse, ich hab halt nicht das Gefühl. Sie kommen durchs Wasser, sie kommen durchs Wasser, schreiben die bei mir. Warte, ich guck. Das wäre auch. Ja, 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 da fährt jemand. Auf dem Wasser? Ja. Okay, okay. Dex. Nein, da ganz, aber die sind noch weit weg. Dex, geh Richtung Straße, pass du auf die Straße auf. Decking, wir werden uns hier positionieren Richtung Wasser. Pass auf, ich glaube, die sind wieder zurückgefahren, ich hab's nicht gesehen, aber. Aber ich hab die mit dem Wärmebild, aber ich hab da ganz, ganz hinten bei ihm so ein kleines Ding. Wurde gerade irgendwie ein Sniper-Ding auf uns geschossen? Ey, Digga, mit was macht ihr jetzt da? Okay, Digga, nichts mit Wärmebild. Aber ich bräuchte den Anhänger noch von Ding, das wäre Wasserangriff, ja. Wenn ich mit dem schießen könnte. Weil ich hab halt nur diese Standardwaffe, ja, da. Ja, sag, weißt du, der soll mal wieder reinkommen und den Anhänger geben. Was, ja, der man? Ist rausgegangen und ist offline. Oh. Sind wir jetzt raus? Hä, hey, was denn da? Ist der Bunker bei denen zerstört? Scheint. Warte. Dann lass mal eingreifen. Warte, chill. Warte. Okay, ich bin jetzt in diesem Ding hier drin. Haben die das von Standard-Skill zerstört? Explode ist doch bei Standard-Skill im Team, ne? Ja. Ja. Das heißt, hat Brox von Standard-Skill das kaputt gemacht? Nee, Brox war nee. Anscheinend kaputt. Ja, eben, von denen ist es kaputt. Wahrscheinlich. Ach, krass. Gut, das heißt, wir müssen jetzt Standard-Skill angreifen. Aber warum kommen die nicht? User joined your channel. Habt ihr unsere Kommandozentrale kaputt gemacht? Nee. Okay. User left your channel. Ja, dann machen das. Digga, wenn beide kaputt sind. User joined your channel. Sag mal, wo ist denn die Kommandozentrale hin? Digga, du bist im falschen Channel. Ey, Standard-Skill? Habt ihr die Kommandozentrale von Brox kaputt gemacht? Ja? Ja, dann ist auch. Nee, wir haben eure kaputt gemacht. Hey, nein. Haben eure kaputt gemacht. Unsere ist noch nicht kaputt. Nein, wir haben die kaputt gemacht. Nein, die ist noch hier, Digga. Nein, wir haben die kaputt gemacht. Die blaue. Die steht doch noch hier. Die blaue. Ja! Die blaue mit dem Adler. Die haben eure kaputt gemacht, Digga, ja. Die steht doch hier noch komplett heim. Nein, meine ist, die ist nicht kaputt, ich schwör auf alles. Niemand Digga, war hier. Digga, guck bei mir im Stream, die ist kaputt. Warte mal. Wahrscheinlich hatten die dieselbe, Digga. Sicher, dass bei uns im Stream. Warte mal. Hä? User left your channel. Hey, Digga. Kann nicht kann sein. Kann doch gar nicht sein, die kann sich doch nicht von selber reparieren, ich guck, oder? Ich guck kurz, Leute. Wir müssen, ansonsten ja, ich müssen... Guck auch kurz. Also ich meine, wir leben noch. Das heißt, es ist noch nicht vorbei, wir können noch die anderen töten. Hä? Das kann nicht sein, Digga. User joined your channel. Ist doch heile, Digga. Bei uns ist sie kaputt. Warte mal, ich guck mal kurz bei dir in den Stream. Digga, bei uns ist sie komplett. Guck mal im Stream, Digga. Wir haben dich angegriffen, das ist richtig. Die letzten, warte, ich sag dir wann. Die letzten. Hä, hey, wo war das? Welche habt ihr angegriffen? Wo stand vor, die? Vor. Digga, bei der Militärbasis. Ja, das ist nicht unsere. Ach so? Hä, das ist die von Brox? Eben. Ach so. Da haben wir Brox seine zerstört. Okay. Ja, und Brock wurde eure auch schon zerstört? Nein, unsere wurde noch nicht zerstört. Okay, gut. Dann wissen wir Bescheid. Ich wusste auch, dass wir nicht raus. User left your channel. Digga, dann sind die das gar nicht, wo wir da angegriffen haben. Das war Brox, wo wir die angegriffen haben. Weil Rebus hat auch Chris getötet, doch. Standard-Skill, das ist Standard-Skills-Ding und das blaue ist Brox. Das aber gerade, wo wir da angegriffen haben, das war von Brox. Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Doch, guck mal. Chris wurde von Rebus getötet und Rebus ist bei Brox im Team. Und Rebus hat von da geschossen, wo wir angegriffen haben, das habe ich gesehen. Die sind dann da irgendwo zwischendrin, weil zwischendrin. Warum sehe ich denn jetzt meinen scheiß Livestream nicht? Da war nochmal eine, da habe ich gesehen. Dann waren die das wahrscheinlich. Aha. Ja, gut, aber trotzdem, Philips Base ist ja bei der Militärbasis. Ja, aber weiter vorne. Die, wo wir gerade angegriffen haben, das war Brox sein. Ja, dann ist die hintere, wo wir eben waren. Jetzt blick ich gar nicht. Ja, doch, das war wirklich Brox sein, Digga. Guck mal, Rebus hat von da geschossen und Rebus ist bei Brox im Team. Mhm. Und er hat von da geschossen und dann hat Chris getötet. Okay, Leute, dann machen wir es jetzt so.
Also nicht die bei der Militärbars, wo wir gerade waren, das war... Wo wir gerade waren, das ist nicht die von Philipp. Ach so, das war von Prox, okay. Ja, ja. Die ist irgendwo zwischendrin, war noch eine, habe ich gesehen. Leute, da vorne, guck mal, da vorne! Hey, Achtung, Achtung, Achtung! Rechts, rechts, rechts. Richtung Straße, los, ja, los, los! Nein, nein, nicht Richtung Straße, da wo? Rechts. Rechts, rechts, was, rechts? Ja, ja. Rechts ist das dort bei dem, beim Meer dort ein bisschen weiter links. Ach, da, da, Achtung! Die sind da gerade hochgefahren. Okay, ich hab gehittet. Gut, 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 komm, Dex, hilf uns, Dex, hilf uns! Ja, warte, komm. Ich muss nur kurz umsteigen. Gut, ich hab's jetzt ein! Nein! Warum fährst du denn voll rein? Nee, ich bin weitergefahren. Also ob ihr jetzt beide draußen seid. Ja doch, anscheinend schon. Digga, hier ist so ein blöder Baum im Weg. Fuck, als ob. User disconnected from your channel. Digga, ich blick grad gar nicht mehr durch. Das war mir gerade irgendwie da zu kompliziert. Da unten läuft er noch. Das bin ich. Das war mir gerade irgendwie zu kompliziert. LOL! Alter. Oh, schießen die? Achtung, die kommen von der Straße. Ja, das ist jetzt Relays und Prox noch. Hat ja, das, wie geil das hier aussieht, so die Base, die ganzen Fahrzeuge da. Ja, ja. Auf der Karte. Oh, fuck. Ja gut, das ist halt jetzt... Hey, haben wir nicht gesagt, man darf nicht die Kommandozentrale mit den Dingern zerstören? Mit dem Panzer, guck mal! Das darf man nicht. Die zerstören es mit dem Panzer hier. Guck mal, die schießen die ganze Zeit mit dem Panzer an die Kommandozentrale. Hey, Damage ist doch auch gestorben, Damage muss auch rausgehen. Guck doch, Digga, das dürfen die nicht. Eben. Ich muss irgendwie mit dem Heli da wegfliegen. User joined. Was haben die schon wieder gemacht? Ja, die schießen jetzt, mit jetzt Panzer. Jetzt haben sie mit unserem Panzer die Kommandozentrale kaputt gemacht. Wir haben doch gesagt, mach mal. Panzer? Ja, mit einem Panzer? Nee, mit einem Panzer. Wir haben doch gesagt, man muss mit Annäherungsminen das kaputt machen, weil sonst ist es ja voll einfach. Muss ja immer nur hinfahren. Achso, ich dachte, mit Raketen haben wir das. Ja, meinetwegen auch RPG, aber. Annäherungsminen, das reicht gar nicht alles, Digga. Das reicht gar nicht. Der hält alle Haftbomben aus, Digga. Achso, darf man mit Panzer auf die Teile draufschießen? Ja, das hab ich mir so gedacht, Digga. Haben wir auch gemacht jetzt. Ich war noch bei der alten Regel, dass man das. Ach, Scheiße. Ja, heute ist voll chaotisch, Leute. Scheiße, sorry für die Regeln, ich blick damit gerade irgendwie selbst nicht ganz durch. Also, ich habe jetzt drauf geschossen, weil das Ding. Als wir zum Beispiel bei dir gerade waren, als wir angegriffen haben, da habe ich auch nicht auf das Ding. Hätte ich auch drauf schießen können. Du hast das gar nicht angegriffen, Digga. Ach ja, also nee, ich meine, als wir Brox angegriffen haben, da habe ich zum Beispiel auch nicht mit dem Panzer auf die Ding geschossen, weil ich dachte, dass. So, ja, lol. Egal. User left your channel. Oh fuck, ich bin auch tot. Ja, gut. Oh shit, Leute. Ja, gut, ich mute mich mal kurz. Muted. So, okay, Leute. Das war's dann im Prinzip von Bunker Battle Part 2. Es tut mir leid für das. Jetzt, ach, keine Ahnung, ich blicke hier gerade nicht mehr durch. Tut mir leid für das chaotische Ende hier. Irgendwie, wir haben Regeln gemacht von letztem Mal und die Regeln haben jetzt nicht mehr gegolten. Ich, ganz ehrlich, ich habe da jetzt nicht mehr durchgeblickt. Ja. Also wir müssen auf jeden Fall die Regeln nochmal überarbeiten bei Bunker Battle. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich fand trotzdem unser Angriff, den wir gestartet haben, über Land und Wasser mit Absprache und so, fand ich mega geil, Leute. Falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, weil wie gesagt, ich finde, Bunker Battle ist so eine geile Serie, aber irgendwie, wie ihr gerade schon gemerkt habt, manche Regeln passen noch nicht ganz zusammen und keine Ahnung. Das ist dann noch ein bisschen doof. Also schreibt mir mal gerne noch in die Kommentare Verbesserungsvorschläge, wenn ihr noch was habt. Und ja, dann würde ich sagen, ich grüße jetzt noch Leute am Ende. Wer jetzt noch grüßt werden will, schreibt jetzt noch seinen Namen in den Chat. Ansonsten für alle, die jetzt nicht mehr gegrüßt werden wollen und jetzt rausgehen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Freitagabend. Passt auf euch auf, Leute. Und wer will jetzt noch gegrüßt werden? Also ich muss wirklich sagen, es ärgert mich. Es ärgert mich echt ein bisschen. Dass einfach mit den Regeln das so unklar ist. Weißt du, ich dachte, weil letztes Mal, ihr wisst es, wer letztes Mal gesehen hat, da war die Regel, man darf den Bunker von den anderen nicht mit Panzer beschießen. Man muss einfach Annäherungsminen dran machen. Weil mit dem Panzer könnte man ja einfach ganz schnell hinfahren und zack, kaputt machen. Der Sinn von den Annäherungsminen war ja, dass man eben hingehen muss, erst alle töten muss und dann eben die Annäherungsminen platzieren kann. Sonst kann es ja enden wie gerade eben bei uns. Deswegen, ich weiß nicht so. Das muss auf jeden Fall noch überarbeitet werden. Aber ja, egal. Hat mir trotzdem mega Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr wurdet auch gut unterhalten. Und jetzt werde ich immer noch 10 Leute grüßen, Freunde. Wer wird jetzt noch gegrüßt werden? Und zwar, Gruß geht raus an Till. Gruß geht raus an dich. Dann Gruß geht raus an Jakob, an Danny. Gruß geht raus an euch drei schon mal. So, wen haben wir noch? Wer will noch gegrüßt werden, Freunde? Dann. Oh mein Gott, Leute, der Chat ist gerade schon wieder komplett am Eskalieren. Lasst auf jeden Fall alle noch ein Like da und folgt mir noch auf Instagram, Leute. Ganz wichtig.
So, warte mal, wen haben wir denn hier noch? Wen haben wir denn hier noch? Wer will noch gegrüßt werden? Da haben wir den Manuel, den VIP, weil du VIP bist, Bruder. Gruß geht raus an dich. Oh, 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 da kommt noch eine Donation rein. Was ist denn hier jetzt los? Flo Hooker haut auch noch 5 Euro am Tisch. Bester Streamer, vielen Dank dafür, Bruder. Flo, was geht ab, Digga? Flo ist auch richtig aktiv. Bester Streamer. So, wen haben wir noch am Start? Dann, oh mein Gott, Leute, der Chat ist schon wieder so am Escaladen. Gruß geht raus an Philipp, Digga, auch ein VIP. So, jetzt haben wir schon 5 Leute gegrüßt. Dann geht noch ein Gruß an den Yusuf, habe ich, glaube ich, gerade gelesen. Ein Gruß geht raus an dich, ja. Dann Tom, auch du bist gegrüßt. So, da ist noch 3 Leute. Okay, wer will jetzt noch grüßen? Noch 3 Namen werde ich heute noch sagen. Ansonsten beim nächsten Mal wieder. Und zwar, wen haben wir noch? Ey, Philipp sagt schon wieder, ich habe doch schon gegrüßt, Philipp. So, reicht dir ein Gruß nicht. sei mal nicht so gierig. Aber so, dann. Ich will mal nicht immer so diese Standardnamen haben, weil so, keine Ahnung, so Standardnamen wie Max zum Beispiel, ich heiße ja auch Max, sind irgendwie so, habe ich schon 1000 Mal gefühlt vorgelesen. Deswegen, Armin, Gruß geht raus an dich. Dann haben wir noch den Sören, Gruß geht raus an dich, hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Und Rudi, ja, Rudi, den Namen hatten wir auch noch nicht. So, heute mal ein paar andere Namen gehabt. Ja, wer jetzt nicht gegrüßt wurde, seid nicht böse. Beim nächsten Mal, ich werde ja jetzt eigentlich an jedem Stream am Ende grüße ich immer 10, mindestens 10 Leute. Ja, wie gesagt, Leute, falls ihr Ferien habt, ich wünsche euch eine mega coole Zeit in Sommerferien. Es war immer beste Zeit bei mir früher auch in der Schule, Sommerferien. Baba, Alter, das war cool. Wie gesagt, ich wünsche euch eine wundervolle Zeit, falls ihr Ferien habt. Falls ihr noch Schule habt, dann noch eine coole Zeit in der Schule. Am Ende ist eh gechillt, wird eh nur Fernsehen geschaut und so. Ansonsten einen schönen Freitagabend, genießt das Wochenende und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Bis dann, haut rein, Leute, euer Crimex! The Lava is on floor, Leute! The Lava is on floor! Nee, the floor is on lava. Was laber ich? Ich hab heute zu lange gestreamt. The floor is on lava. So, jetzt alle nochmal auf den Stuhl drauf springen. The floor is on lava. Und dann damit einen wunderschönen Freitagabend.